Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe der Filmbesprechung beim Telestammtisch. Diesmal beginnen wir mit Dumbo, dem neuesten Machwerk aus dem Hause Disney. Und diesmal hat sich auch ein Team zusammengefunden, das größer denn je ist. Wir haben 5 Leute gefunden, die allesamt in den Presseverführungen gewesen sind, auch teilweise für eigene Projekte und jetzt hier gemeinsam in einer Riesenrunde für euch über den neuesten Streifen von Tim Burton ja eben auch sprechen. Es waren Daniel, Lasse, Marcel, Pia und Stu, die sich gemeinsam gefunden haben und in einem nahezu göttlichen Akt diese Filmbesprechung aufnahmen. Wie episch, wie monumental sie vielleicht geworden ist, erfahrt ihr, wenn ihr reinhört. Im Anschluss gibt es ein Doppel zur zweiten Staffel beziehungsweise zu Part 2 von Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, dieser Netflix-Serie, dem quasi Remake der 90er-Jahre-Serie, die wir alle vielleicht noch von Nickelodeon und so kennen. Davon gibt es jetzt eben die zweite Staffel und hier haben sich Chris und Marcel zusammen hingesetzt und da eine Besprechung aufgenommen. Auch da bin ich gespannt, wie ihnen die zweite Staffel gefallen hat. Die erste haben sie nämlich beide gesehen und ja, wer kann dann besser drüber sprechen als jemand, der sich da ein bisschen auskennt. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zu einer biografischen Doku namens Whitney, die wahre Geschichte einer Legende. Christoph hat diese DVD zugeschickt bekommen, obwohl er sie eigentlich vielleicht gar nicht wollte, aber hat sie trotzdem netterweise für uns geschaut und eine Besprechung hier eben aufgenommen. Es geht um Whitney Houston und ihr Leben. Viel mehr kann ich jetzt aktuell noch gar nicht dazu sagen und ich bin gespannt, was Christopher uns hier zu sagen hat und ob man es schafft, mehr zu machen, als einfach nur bekannte Fakten abzuarbeiten und Whitney Houston, der Legende Whitney Houston, vielleicht dann doch noch irgendwie neue Facetten zu geben, die man vorher noch nicht kannte. Jetzt also viel Spaß bei unseren Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch mal meldet. Das hat der ein oder andere bereits getan. Ihr könnt euch melden, wenn ihr nämlich mal mitsprechen wollt, hier bei diversen Filmkritiken. Wir haben immer Möglichkeiten, euch vorab in Filme zu schicken oder euch irgendwelche Streams zukommen zu lassen, euch irgendwelche Discs zukommen zu lassen. Natürlich alles in Absprache mit den zuständigen PR-Agenturen. Und dann besprechen wir hier Filme. Und zwar vorm Kinostart oder vorm Heimkinostart. Und das ist total nice, gerade wenn ihr auf Filme steht. Jetzt also, frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben heute die Manege geöffnet für den Film Dumbo. Ich bin der Stu und ich bin nicht allein. Ich habe eine Gruppe von sehr talentierten Podcast-Artisten mit dabei. Zuallererst der Beweis, dass bezaubernde Vornamen manchmal nicht mehr als einen Konsonanten brauchen. Hallo Pia. Hallo, schönen guten Tag. Dann haben wir einen Mann, der eigentlich, was er nicht weiß, aus dem Rheinland kommt, denn sein voller Name heißt Melasse de Dom in Kölle. Ja, der Witz ist mir jetzt peinlich, aber viel nichts Besseres ein. Hallo Lasse. Hallo, und mein Name ist Schwedisch. Ja, eine wahre Attraktion in dieser Runde wäre ja gewesen, wenn wir David Hasselhoff hätten als Gast. Er hat leider keine Zeit, das heißt, statt dem Rettungsschwimmer von Malibu haben wir jetzt den Bademeister von Geekpool dabei. Hallo Marcel. Hallo Stu. Ja, und Danny ist auch da. Hallo, Danny. So, ihr Lieben, wir reden heute über die Neuverfilmung von Dumbo. Zuerst aber mal die Fakten. Faktenfrei, bitte. Er startet am 28. März in den deutschen Kinos, hat eine Länge von 112 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben, Regie für Tim Burton. Drehbuch Aaron Kruger, Vorlage Helen Aberson, Cast Ava Green, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito, Alan Arkin und in einer kleinen Rolle Lars Eidinger. Wunderbar, danke fürs Auswendiglernen. Und Lasse, kannst du unseren Zuhörern grob beschreiben, für die 2%, die Dumbo nicht kennen, worum es eigentlich geht? Selbstverständlich. Es geht um einen Zirkus, geleitet von Danny DeVitos Max Medici. Und es geht außerdem um die beiden Kinder Millie Farrier und Joe Farrier, gespielt von Nico Parker und Finlay Hobbins. Ihr Vater, gespielt von Colin Farrell, Holt, kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück und einer seiner Arme fehlt. Er war ursprünglich der derjenige, der die Pferde ausgebildet und geritten hat im Zoo, aber die wurden verkauft. Jetzt ist er für die Elefanten zuständig und die neu gekaufte Elefantendame bekommt ein Baby. Ursprünglich Jumbo Junior, aber der Elefant hat viel zu große Ohren und wird zur großen Lachnummer abgestempelt. Deshalb nennen ihn dann alle Dumbo. Aber die Kinder finden heraus, dass er, wenn er Federn durch seinen Rüssel saugt, mit seinen Ohren fliegen kann. Und das bekommen auch schnell die anderen heraus. Und so schalten sich der große Entertainer V.A. Vandeveer, gespielt von Michael Keaton, und seine
wie soll ich sagen, Primadonna, jetzt einfach mal so, seine große Turnerin gespielt von Eva Green, ein. Und so entwickelt sich die Geschichte nach und nach etwas weiter. Vielen Dank, wunderbar. Bevor wir jetzt zum neuen Dumbo kommen, eine Frage zum alten Dumbo. Ich glaube, der ist aus dem Jahre 41 und zählt so neben Schneewittchen zu den wirklich klassischen Disney-Trickfilmen. Hat ihn jeder von euch gesehen? Ja. Ja, natürlich. Ja. Okay. Dann kommen wir direkt zum neuen Dumbo. Aber bevor wir exakt zu dem kommen, hätte ich eine Frage an euch alle. Disney hat ja in den letzten Jahren angefangen, ihre Klassiker neu zu verfilmen. König der Löwen kommt dieses Jahr. Dann hatten wir zuvor, was hatten wir? Schön, das Biest hatten wir, Dschungelbuch und jetzt halt eben Dumbo. Wie steht ihr denn zu den Filmen? Oder allgemein, dass Disney halt eben diese klassischen Trickfilme als ja, Realfilme, nennen wir es mal, neu verfilmt. Pia, welche Meinung hast du dazu? Also ich finde das eigentlich ziemlich gut und interessant. Also es gibt einige Filme, die sind halt jetzt, was heißt Filme, was kam denn jetzt? Die Schöne und das Biest, was ich gesehen habe, und Cinderella, was ich gesehen habe. Was gab es noch? Ich habe es gerade nicht so im Kopf. Es gab noch Elliot der Drache. Ja, stimmt, Elliot der Drache. Also, Alice im Wunderland von Tim Burton von 2010, kann man das auch zählen? Nee, ich glaube, das zählt nicht. Das ist ja eher, das ist ja was ganz anderes, ja, oder? Eher ein Sequel, ja, tatsächlich. Na, okay, ich wollte nur sagen, also Cinderella fand ich jetzt nicht so pralle, also das konnte man irgendwie, weiß ich nicht, war nicht so toll. Und Die Schöne und das Biest fand ich extrem gut. Ich habe dem Film 10 von 10 Punkten gegeben und das mache ich nicht oft, das mache ich wirklich sehr, sehr selten. Und meine Freundinnen, wohl bemerkt, mit denen ich im Kino war, fanden den auch wirklich klasse. Also wir haben, glaube ich, auch, also wir fanden den einfach toll. Ich glaube, geweint haben wir auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er ziemlich gut. Cinderella war blöd. Was heißt, war nicht so toll. Und Elliot habe ich nicht gesehen. Deshalb, ich freue mich auf die nächsten Filme. Ich freue mich auf Aladdin. Ich freue mich auf König der Löwen. Dumbo haben wir jetzt gesehen. Darüber sprechen wir ja jetzt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Alles klar. Lasse, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe mich schon ja genug über die ganzen Disney-Remakes ausgelassen. Ich finde, in der Theorie könnte es eine interessante Idee sein, wenn da mehr Interessantes gemacht werden würde. Ich finde halt, Schön und das Biest ist die Definition von überflüssig, weil kaum etwas Neues hinzugefügt wird und einfach nur, wir filmen es quasi Shot for Shot ab und machen die Designs gruseliger. Es ist halt jetzt bloß teilweise mit echten Schauspielern und das finde ich einfach seitdem. Ich mochte das Dschungelbuch-Remake tatsächlich. Das war eine gute Herangehensweise. Und ich finde halt, ein Remake hat dann seine Daseinsberechtigung, wenn sie das Quellmaterial nehmen, sich schauen, was daran funktioniert und nicht funktioniert hat und versuchen, es entsprechend zu erweitern oder ihr eigenes Ding damit zu machen. Und meiner Meinung nach ist Dumbo genau in diese Kategorie gefallen. Okay, Marcel? Ich halte davon gar nichts. Ich bin mit den Disney-Zeichentrickfilmen aufgewachsen. Ich habe die geliebt als Kind. Und die jetzt so zu sehen, so verunstaltet, bricht mir teilweise schon das Herz. Also wenn ich da an Cinderella denke, das war ganz groß, ganz schauderhaft. Ich sag bloß Kate Blanchett als Stiefmutter, also gruselig. Schön und das Biest habe ich jetzt nicht gesehen, habe eher Schlechtes davon gehört, muss ich sagen. Habe auch irgendwie keine Lust, mir das anzusehen. Und Dschungelbuch, da hat mich schon der Trailer abgeschreckt, dass ich gesagt habe, nee, danke, das funktioniert für mich nicht. Ich brauche meine Zeichentrickfiguren. Okay, das heißt, es steht aktuell 2-1 gegen Disney. Danny. ja, also ich find's generell erstmal eine gute Sache, weil es ist ja einfach sehr viel Liebe, was man früher erfahren hat, dadurch, dass man sich diese Filme halt immer und immer wieder auf VHS angeschaut hat und das dann einfach nochmal in einem erwachseneren Gewand nochmal wiederzusehen und nochmal in diese Zeit von damals zurück zu versetzt zu werden, das ist schön, wenn es dann klappt. Beim Dschungelbuch hat es bei mir funktioniert, aber seit ich Dumbo gesehen habe, muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich nicht mehr so auf die anderen Filme. Ich weiß nicht, ob sich das dann jetzt nochmal ändert, das hat es leider ein bisschen kaputt gemacht, aber bisher fand ich das eigentlich immer recht gut, auch wenn es so ein bisschen ja, die Kuh noch mal melken für mich ist, weil es ist ja nichts Originelles, es ist nichts Neues und in dem Sinne baut man einfach auf einen großen Namen und versucht dann auch noch mal ein bisschen was rauszuziehen. Manchmal vielleicht auch unnötig, aber naja, bisher habe ich mich auf jeden Fall drüber gefreut. Okay, ja, ich bin tatsächlich so mehr Team Lasse tatsächlich, muss ich
leider sagen. Ich wäre gerne auf Pias Seite, aber auch ich bin da eher etwas skeptisch. Fand aber das Schöne bei Dumbo auch eben, dass er nicht einfach eine 1:1-Kopie war, sondern halt eben die Geschichte weiterentwickelt hat. Lasse, was hat dir denn besonders an dieser Weiterentwicklung gefallen oder nicht gefallen? Gefallen zum einen, ach Mist, wie kann man das jetzt genau sagen? Ich fand die Erweiterung von dem ganzen Zirkus-Business interessant. Sie gehen da ein bisschen mehr, sie geben den Charakteren mehr Charakter und erschaffen neue Charaktere, deren Platzierung auch Sinn ergibt. Ich mochte Colin Farrells Figur, ich mochte Danny DeVito und Eva Green. Ich finde, die waren sehr, sehr gut besetzt. Und ich mochte, weiß nicht, die Vertiefung der Thematik so ein bisschen halt, weil ich glaube, der Originalfilm, alles, was im Originalfilm passiert, wird, glaube ich, so ungefähr in der ersten halben Stunde abgehandelt. Halbe Stunde, 40 Minuten etwa. Und danach geht es etwas mehr so in diese epische und politischere Runde, was ich cool fand. Ich liebte die Musik halt. Ich bin ein großer Tim Burton-Fan allgemein. Also ich mag die meisten seiner Filme und meistens komponiert ja Danny Elfman, und ich fand die Musik so wundervoll. Auch fand ich es toll, dass er alte Themen aufgegriffen hat aus der die Eisenbahnmusik hört man zu Anfang, und sogar die Rosa Elefantenparade arrangiert er neu, und da hatte ich, und auch bei den Flugszenen hatte ich immer Tränen in den Augen, weil da ist der Chor so angeschwollen, und das war genau das Richtige für mich. Danny, du hast ja schon gesagt, dass du Dumbo nicht so toll fandest, ne? Hast du diese Erweiterung als Stärke oder als Schwäche wahrgenommen? Ja, sowohl als auch. Also auf der einen Seite habe ich halt so ein bisschen diesen Plot mit der Maus vermisst. Das fand ich ein bisschen schade, dass das weg war, weil ich eigentlich die beiden immer in Symbiose sehr, sehr gut fand. Zum anderen ist es aber okay, wenn man vielleicht Dinge, die nicht so ganz so stark gemacht sind, erweitert, wie zum Beispiel beim Dschungelbuch. Da sind ja auch ein paar Sachen anders einfach umgesetzt worden. Und das fand ich wiederum gut. Also ich weiß nicht, das hat bei Dumbo für mich einfach an vielen Punkten so ein bisschen gescheitert. Das war aber dann auch mehr inszenatorisch an anderen Punkten, wo ich das festmachen würde. Pia, wie stehst du zu der Erweiterung der Geschichte? Also ich fand sie sehr gut. Sie haben es da ein bisschen besser gemacht als bei Die Schöne und das Biest. Das stimmt schon, dass bei dem Film bei Schöne und das Biest relativ gleich war wie zum Originalfilm. Und bei Dumbo hat man wirklich sehr, sehr viele neue Geschichten, sehr viele neue Aspekte gesehen, neue Inhalte, neue Figuren. Wobei ich aber auch nicht alle Figuren so gut fand. Also das Mädchen zum Beispiel, die Tochter, fand ich leider gar nicht gut. Also da hätte man eine andere Schauspielerin nehmen müssen, also meiner Meinung nach. Und sonst war ich schon begeistert. Also die haben sich da schon ordentlich was ausgedacht, ja. Diese Maus, Danny hat sie gerade erwähnt, dieser Timothy, ich hatte ja das Gefühl, dass die Funktion, die diese Maus hat, jetzt bei Tim Burtons Dumbo aufgeteilt wurde auf diese drei Figuren, die halt eben einmal die beiden Kinder, ich weiß jetzt die Namen nicht, und halt die Vaterrolle gespielt von Colin Farrell. Seht ihr das ähnlich? Ja, das wurde aufgeteilt, definitiv, weil ich im Original ist ja die Maus, ich meine, es ist ja ein Kinderfilm, und das wirkt so, okay, wir brauchen irgendjemanden, der mit Dumbo so auf Augenhöhe redet und irgendwie eine Form von Inspirationsführung, außerdem auch etwas, was an Mickey Mouse erinnert. Was ich dann eben interessant fand, war die große Inspiration, diejenigen, die ja Dumbo einerseits so ein bisschen auf den Arm nehmen, aber ihn dann ermuntern, es zu versuchen, sind ja diese Krähen, die hier komplett wegfallen, weil zugegeben, es ist nicht, wenn man zurückblickt, es ist nicht ganz so schlimm rassistisch, wie es einige betrachten, aber es ist schon ein bisschen seltsam, wie sie da diese afroamerikanischen Stereotypen ja bedienen damit. Und die wurden ja auch von schwarzen Schauspielern gesprochen, und im Vorspann oder Abspann, ich weiß nicht mehr, aber die werden kreditiert als die Jim Crows. Was ich, ja, aus heutiger Sicht, aber halt, dass sie die Krähen komplett weggelassen haben, wundert mich nicht wirklich. Ja, Marcel, wie stehst du dazu? Ich persönlich fand die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste. Die erste war für mich nur, wir verfilmen das jetzt so real. Die Geschichte, die wir ohnehin schon kennen, bloß setzen statt der Maus ein kleines Mädchen hin. So, das hat mir eher missfallen, aber wo es dann um diesen neuen Attraktionspark ging, das hat dann das Ganze
war eine gute Erweiterung und hat das Ganze dann auch interessanter gemacht für mich, weil ich damit auch nicht gerechnet hätte. Und gerade auch die Charaktere von Alan Arkin und Michael Keaton haben wunderbar viel Spaß gemacht an diesen Punkten. Ich hatte ja zeitweise das Gefühl, dass dieser Colin Farrell fast schon so eine Art Spiegelung von Dumbo ist, weil wir haben ja schon erzählt, er kommt aus dem Ersten Weltkrieg heim und hat halt nur noch einen Arm, also hat auch ein Handicap und muss auch damit lernen, halt umzugehen, ähnlich wie halt Dumbo lernen muss, umzugehen mit seinen großen Ohren. Ich fand aber leider, dass sie das nicht wirklich konsequent genug ausformuliert haben. Es gibt gegen Ende eine Szene, die will ich jetzt nicht spoilern, aber das ist so Schnitt gegen Schnitt, da muss Dumbo sich beweisen und da muss halt eben auch Colin Farrells Figur sich beweisen. Aber auch da fehlt mir da so der letzte Schuss Konsequenz. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Nee, absolut. Zwischendurch vergisst man fast, dass das mit dem fehlenden Arm überhaupt ein Problem oder ein Thema im Film ist. Tim Burton hat ihn ja inszeniert und wer sich nur ein bisschen mit Tim Burton auskennt, weiß natürlich, Tim Burton hat ein Herz für Freaks. Siehe Edward mit den Scherenhänden als prominentes Beispiel. Pia, wie fandest du denn den Umgang mit den Freaks, mit der Andersartigkeit, die ja auch im Original Dumbo thematisiert wurde? Ja, also ich das ist jetzt eine sehr, sehr detaillierte Frage. Also generell ja, generell sind die Charaktere ja, was soll ich da großartig sagen? Also ich fand, also die Freaks sind ja auch die Zirkusdarsteller, die große oder starke Menschen darstellen sollen oder korpulente, andersartige Meerjungfrauen und so weiter. Also ich fand, dass damit sehr respektvoll umgegangen worden ist. Also man hat gemerkt, dass das so eine Art, also in der Zirkusmanege, dass es eine Familie ist, dass sie alle zueinander und füreinander stehen und dass dann natürlich Dumbo auch, also von der Familie sozusagen auch direkt auch mit den großen Ohren auch angenommen worden ist und auch der Vater mit dem einen Arm aus dem Krieg zurückkam, der wurde halt von seinen Kindern, was ich halt auch ein bisschen seltsam fand, halt entgeistert angeguckt zuerst am Anfang, aber dann auch von der Familie, also von den Kollegen, von den Zirkuskollegen wurde der auch dann sofort wieder, also sofort herzlich aufgenommen, also das war eigentlich kein Thema und ich fand das sehr gut, dass halt die ganzen Menschen, die so unterschiedlich sind und so viele Besonderheiten hatten und sehr bunt auch waren, dass die alle sehr herzlich miteinander umgegangen sind und dass es alles kein Thema ist. Und später natürlich will ich es nicht spoilern, aber sie halten halt eben alle zusammen. Und man merkt halt, dass es da einen Unterschied gibt, weil sich ja auch der Ort dann im Laufe des Films so ab der Hälfte ja verändert. Und da gehen die Menschen halt wieder anders miteinander um. Also man merkt, dass sobald sich die Kulisse da ändert, dass mit diesen Freaks in Anführungsstrichen dann anders umgegangen wird, ne? Ja. Danny, wie hat auf dich das gewirkt, wie der Film halt mit seinen Figuren umgeht? Boah, ich fand auf jeden Fall teilweise die Figuren sehr, sehr überzeichnet. Und das halt auch leider nicht im guten, im positiven Sinne. Um da einfach mal direkt auch so diesen einen Punkt anzusprechen, der mich am meisten rausgezogen hat, das war einfach dieses kleine Mädchen, diese Tochter von ihm. Denn die war einfach so neunmal klug und hat irgendwie schon so die Weisheit mit dem Löffel gefressen und das ganze Leben durchblickt, wie alles funktioniert. Und gibt dann halt auch immer so teilweise One-Liner von sich, wo ich mir so denke, nein, komm schon. So, es gibt ja oft in Disney-Filmen diese eine Person, die dann nochmal irgendwie so die Erwachsenen wieder versucht, ins richtige Licht zu bringen und denen wieder so diesen Anstoß gibt. Hier versucht doch mal wieder mit dem Herzen zu sehen und sowas. Und das Mädchen macht das einfach kontinuierlich. Und das hat mich so genervt. Also so ein bisschen subtiler hätte man das schon bringen können und sie auch vielleicht nochmal so ein bisschen verletzt. Letztlicher zu zeigen, das fand ich halt wirklich unglaublich schwierig und sehr, sehr, sehr platt und banal dargestellt. Davon abgesehen fand ich die Charaktere aber sehr cool und auch liebevoll gestaltet. Gerade auch dann diese ganze Freakshow, die hat Spaß gemacht und zum Ende sieht man dann auch nochmal, wie viel Herz da in den Leuten halt drin steckt, um die auch nochmal dann von der menschlichen und weniger von der agierenden Seite zu zeigen. Insofern, dass sie einfach nur Schaustück sind für die Leute.
Das hat mir gut gefallen. Wobei ich sagen muss, ich fand das Publikum als Charakter, wenn man das jetzt mal so betrachtet, am stärksten. Denn das Publikum ist einfach eine sehr, sehr gute Analogie zu dem, wie Menschen heute sind, die einfach nur irgendwelche Sachen begaffen und sich darüber dann amüsieren, wenn irgendwelche anderen Leute leiden oder die sich darüber lustig machen. Da gibt es ja auch diese eine schöne Szene mit diesen Rednecks. So. Möchte ich jetzt nicht spoilern, aber das hat halt gut getan. Und ich hab das einfach auch schon kommen sehen in dem ersten Moment, wo man die halt gesehen hat. So. Das ist halt einfach sehr, sehr schön. Und verbildlicht auch so eine gewisse Sozialkritik, die wir halt heute immer noch haben. Wir haben immer noch Zirkus und Zoos und sowas, die da rumwandern und Tiere einsperren. Also von daher, das fand ich schon gut und angebracht, aber dieses Mädchen hat mich einfach mega rausgerissen. Ich muss was über die Kinder loswerden, weil oha. Natürlich braucht dann das junge Publikum auch in dem Sinne Bezugsfiguren, dagegen habe ich auch gar nichts. Und es kann auch nicht an Tim Burton selber liegen, weil er halt wirklich ein sehr solider Regisseur ist mit Schauspielern, aber einmal wie die Kinder geschrieben sind und wie sie gespielt sind, hat mir gar nicht gefallen. Zum einen, ist euch aufgefallen, dass man andauernd vergessen hat, dass der Bruder überhaupt Teil des Films war? Ja, definitiv. Weil die Tochter, also Millie Farrier, weil sie halt die Dominante ist und halt das meiste tut. Und er ist aber irgendwie in jeder Szene dabei, aber macht nicht mehr als dann zwischendurch irgendwie auch mal, er ist immer dann so der halbwegs enthusiastische. Und sie liefert einfach jede Zeile in genau derselben Tonlage ab. Dann ist die Figur auf eine Weise klischeeartig beschrieben. I'm an inventor. Weißt du, I want to be remembered for my brain. Und dann einmal, das hat nie ein Payoff im Film eigentlich. Niemals, außer dass sie einmal diese Ausstellung dort anguckt und dann gibt es das Thema von, sie will nicht ins Rampenlicht und daraus wird nie was gemacht, abgesehen davon, dass sie dann in dieser einen Szene von Dumbo gerettet wird, aber darauf wird jetzt nicht groß irgendwie eine große Betonung gelegt direkt. Jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe meine Nervosität jetzt überwunden, jetzt will ich irgendwie Teil der Show sein oder sowas, davon gibt's keinen. Und außerdem war ihr Job immer noch das zu verbalisieren, was visuell erzählt wurde mehrfach. Zum Beispiel er nach der ersten Begegnung mit den Kindern geht er frustriert aus dem Zelt raus, Colin Farrell, und der Junge will ihn aufhalten und sie dann irgendwie, he can't leave, he can't go anywhere oder sowas in der Art. Und dann hört man einmal in der Ferne dieses Honken und Dumbo rennt aus dem Zelt und wir sehen, dass diese Limousine vorfährt und dann beugt sie sich zu ihm runter. I'm sorry, Dumbo, it's not your mother. Und ich denke, das macht sie mehrfach im Film. Halt, ich denke mir, wir sehen das doch. Auch kleine Kinder verstehen das. No. Vielleicht verstehen sie es nicht, wir wissen es nicht. Also ich kann mich nicht mehr in ein kleines Kind hineinfühlen, weil gewisse Dinge sind für mich selbstverständlich, was vielleicht für kleine, junge Menschen nicht mehr so selbstverständlich ist. Die meisten Kinder sind nicht so doof. Und Tim Burton ist sehr, sehr gut darin, solche Sachen visuell zu erzählen. Und deshalb, das wirkte auf mich wie so eine Studionotiz. Wir müssen es für die ganz Doofen nochmal erklären. Oder einfach, das sind da die Fehler von Drehbuchautor Aaron Kruger selbst. Keine Ahnung. Oder es wird nur die Beziehung zwischen dem Kind und dem jungen Elefanten einfach dargestellt, wie sich die Bindung sozusagen festigt. Weil die kommunizieren ja miteinander. Die müssen ja miteinander kommunizieren in dem Film. Also beiden. Ja, man muss aber dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass Dumbo hier eher ein Nebencharakter war, so, weil man hat wirklich den Fokus hauptsächlich, wie er schon das alle gesagt hat, auf das Mädchen gelegt. So. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, den Film, dann ist wirklich der Protagonist des Films nicht Dumbo, sondern das Mädchen. So. Zusammen mit Colin Farrell auch, ja. Und eigentlich, es gibt zu viele Protagonisten in diesem Film. Es gibt ein Fokusproblem, habe ich das Gefühl. Definitiv. So. Du hast auch noch den Zirkusdirektor. Den haben wir die ganze Zeit vergessen. Der hat ja auch noch so ein tragisches Schicksal. Und das hat man auch noch versucht, da irgendwie mit reinzupreschen. So, und das. Dann haben wir Eva Greens Entwicklung, wir haben eine gewisse Entwicklung von Michael Keaton. Gott, so viele Beteiligte hier, das ist echt heftig. Aber Michael Keaton hat den besten Satz im Film. Ist der a Muppet? Ja. Ich fand ja die Zeile lustig, wenn alle entdecken, dass Dumbo fliegen kann und dann so Danny DeVito vorbeigehen, so Colin Farrell, you should talk to your kids more. Ja, das war witzig. Das war echt gut, ja. Kommen wir mal zu Dumbo.
der natürlich animiert ist, wobei es wäre spannend gewesen, wie sie es mit dem echten Elefanten gemacht hätten. Wie hat euch denn Dumbo gefallen, so vom Charakterdesign her? Also ich fand ja, das war eine relativ gute Mischung aus realistisch und immer noch so cartoonhaftig, also mit diesen großen Augen. Stehe ich da alleine da oder ist doch jemand... Ich bin in deinem Team. Oh, da stimmt. Ja, da stimme ich dir zu. Ich fand es interessant, dass er wirklich teilweise physiognomisch aussah wie die Zeichentrickfigur. Dass sie sich da wirklich ganz doll dran gehalten haben, von der Größe der Augen her und den Gesichtszügen. Aber auch interessant, wie viel das tatsächlich seine Mutter zum Beispiel und die anderen Elefanten, dass die sehr viel realistischer noch aussahen. Also, dass man da teilweise das Gefühl hatte, dass es echte Elefanten sind. Höchstwahrscheinlich waren das nie echte. Aber dass sie sich dort um einen gewissen Realismus bemüht haben und bei Dumbo natürlich in diese etwas überzeichnete Sache, weil er ja auch einfach in dem Sinne nicht ganz aussieht wie ein echter Elefant, dieser kleine Rüssel und die viel zu großen Ohren und diese großen Augen. Aber ich finde, das Design hat sehr gut funktioniert, ohne dass es jemals ins Uncanny Valley abgedriftet ist. Danny? Ja, es gab auf jeden Fall einen Moment, wo ich so ein bisschen rausgerissen wurde, weil ich das CGI nicht so besonders gut fand. Das war die Szene, wo er dann gebadet wird. Also da habe ich halt sehr gemerkt, okay, alles klar, das sieht jetzt so ein bisschen aus, wie als ob du so eine Videospielsequenz über einen Realfilm legen würdest. Mhm. Das hat mich halt ein bisschen gestört, aber ansonsten fand ich halt Dumbo, das sah schon alles sehr, sehr wertig und sehr, sehr schön aus. Und ich habe mich halt auch die ganze Zeit darüber gefreut, dass einfach da jetzt auch keine richtigen Tiere drunter leiden mussten. Da habe ich halt so ein bisschen gedanklich, bin ich abgedriftet und habe mir halt überlegt, wie oft das halt schon in Filmen passiert ist, dass reale Tiere da unter den Dreharbeiten gelitten haben und teilweise sogar verendet sind und sowas. Da gibt es ja richtig, richtig viele Filme zu. Und deswegen fand ich das schon schön und auch diese Sozialkritik daran. Aber ansonsten, wie gesagt, so das CGI war schon sehr, sehr gut. Aber da sind wir ja mittlerweile technisch auf einem Level, wo wir halt auch Samuel L. Jackson 20 Jahre jünger aussehen lassen können. Und man würde es nicht merken, wenn man es nicht wüsste. So. Von daher war ich da jetzt auch nicht so überrascht. Ich muss ja sagen, was mich ein bisschen gestört hat, war diese allgegenwärtige, diese artifizielle Look von allem. Mhm. Also ja. Man sah halt deutlich, Greenscreen ist Trumpf. Am Anfang dachte ich mir, okay, es hat immer noch sowas wie wirklich so ein Trickfilm, der halt wirklich lebendig geworden ist. Aber irgendwann hat mich das recht schnell verloren. Und das war für mich tatsächlich einer der Punkte, die mich am meisten gestört haben. Naja, vor allem mit dem Greenscreen wird es dann für mich erst offensichtlicher, als die da in die zweite Hälfte gehen, in dieses Land so. Weil am Anfang so, als sie das den ganzen Anfang, wo die Karte zeigen, wo der Zug überall rumfährt so, das ist für mich sehr gut vom Zeichentrick ins Reale umgesetzt so. Aber du hast recht, danach merkt man schon, dass da wieder mehr Greenscreen-Einsatz war. Also ich habe Greenscreen kaum gemerkt, muss ich sagen. Also ich fand die Animation wunderbar und das einzige Comic- oder Zeichentrickhafte von Dumbo fand ich die blauen Augen. Also die blauen, großen, deutlichen Augen. Das sind halt so typische Babyaugen, die halt so richtig so süß, die sollen einfach nur Zucker ausstrahlen und einfach nur süß wirken. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Ja. Ich muss ja gestehen, ich bin ja eigentlich ein richtig harter Kerl. Ja, so richtig hart, ja. Testosteron pur, ja. Aber ich muss gestehen, wenn klein Dumbo dann, doch, das hat mich bekommen. Doch, muss ich gestehen. Da bin ich auf Pias Seite. Ich schäme mich nicht meiner Tränen. Auch schon dabei. Ja. Ja. Zucker, Zucker, Zucker. Och, hör auf. Obwohl die große Tränendrücker-Szene aus dem Zeichentrickfilm, da Why Would You Cry, wenn sie den Rüssel durch das Gitter steckt und ihn wiegt und so weiter, das kam ja im Film wirklich sehr kurz. Also das hatte nicht wirklich Zeit, sich zu entwickeln. Dafür haben sie das, finde ich, auf andere Szenen sehr, sehr toll verteilt. Wie gesagt, das erste Mal, wenn er im Zirkuszelt fliegt und die Musik dann so anschwillt, da schoss mir die Tränen in die Augen und dann, ich hatte Begeisterungstränen bei der rosa Elefantenszene, wovon ich auch überrascht war, dass es im Film gelandet ist, nur in einem anderen Kontext. Das ist ja eine der bekanntesten Szenen aus der Vorlage. Aber bist du sicher? Ach so, bist du sicher, dass diese Szene, die Rüsselszene in einem Zeichentrickfilm länger war? Bist du da ganz sicher? Ja, es kam mir jedenfalls länger vor. Die lassen sich da mehr Zeit. Ja. Also das ist so der große emotionale Höhepunkt in dem Film. Ich glaube, die ist wirklich. Die hat mehr Zeit, da darf ich fragen, wann hast du den Zeichentrickfilm zuletzt gesehen? Das war tatsächlich als Kind, aber ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich den ziemlich oft gesehen habe.
Okay, weil wollte nur einmal erwähnen, dass die Szenen, die einem Menschen wirklich sehr gut gefallen haben, meistens viel länger und viel deutlicher im Gedächtnis bleiben und auch länger vorkommen. Wenn man dann einen Film aber dann wieder guckt, dann sind die Szenen eigentlich gar nicht so lang. Die sind dann halt relativ kurz oder, also das kann auch dir nur subjektiv so vorkommen, weil auch viele schlechte Dinge von einem Film, den man jahrelang nicht mehr gesehen hat, die blendet man meistens aus. Das will man am liebsten nicht behalten. Deshalb kommen einem ja viele Filme, die man in der Vergangenheit, in der Kindheit gesehen hat, so gut vor. Meistens Königsdisziplin, obwohl die gar nicht, wenn man sie im Genauen betrachtet, gar nicht so perfekt sind. Ja. Das stimmt. Das ist der Grund, warum ich viele meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit nicht wiedergucke. Um aus Angst enttäuscht zu werden dann. Genau. Naja, ich hab da meistens so ein gutes Gedächtnis. Ich hab da meistens einfach nur diesen Nostalgiefaktor. Wie ein Elefant, ne? Ja, genau, tatsächlich, stimmt. Stimmt, genau. Ihr müsstet mir vielleicht mal kurz helfen und mich aufklären, weil es gab da zwei Schauspielersachen. Einmal halt, ich wusste nicht, dass der eine da Lars Eidinger ist. Ich dachte, das wäre Jimmy Simpson. Okay. Es sah exakt so aus wie Jimmy Simpson in diesem einen kleinen Auftritt. Und deshalb habe ich gesagt, ich wusste nicht, dass Lars Eidinger ist. Und einmal bei diesem Zirkusaufrufer in Dreamland, wenn er dann sagt, Ladies and Gentlemen, let's get ready for Dumbo, da haben die Kritiker um uns herum immer so gekichert. Und ich habe mich gefragt, liegt das nur in diesem Ausruf oder kennt man diesen Typen von irgendwoher? Das war Michael Buffer. Okay. Ein ganz bekannter Ringsprecher. Das ist der Ausruf. Normalerweise ist das beim Boxen und heißt hier, let's get ready to rumble. So, und das hat man hier so in den Film reingebaut. So. Okay, aber war das der Typ auch dann? Das ist Michael Buffer, der bekannteste Ringsprecher im Boxsport, ja. Okay, also davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich kannte halt nur natürlich diesen Ausruf, let's get ready to rumble und so weiter, aber ich wusste nicht, dass das derselbe Typ ist oder so. Ja, also es scheinen Easter Eggs drin zu sein, die nicht allen direkt so bewusst sind. Ja. Apropos Easter Eggs, die kleine Storch-Anspielung fand ich sehr clever, ehrlich gesagt. Oh ja, das war süß, ja. Weil im Original werden ja die Elefantenbabys und so weiter, die werden ja von den Störchen gebracht. Und hier ist einfach, wir sehen die Störche drüber fliegen und diesen einen Storch, der kurz sitzen. Und dann am nächsten Tag hat sie ihr Baby. Einfach Symbolismus, das fand ich ganz schick. Stimmt, im Zeichentrickfilm war das ja richtig, Ja. Zum Thema Symbolismus fällt mir was ein. Oh. Es wurde ja schon Dreamland erwähnt. Ja. Und Michael Keaton ist der Besitzer. Und er versucht ja so eine Art, ich nenne es mal, Unterhaltungsmonopol aufzubauen. Jetzt wissen wir ja, von wem der Film ist. Also, es hat mich so ein bisschen an Disneyland erinnert irgendwie. Genau. Und es war so, hey, das funktioniert gerade super gut, ja, das will ich haben. Und dachte mir so, könnte man auch einfach sagen, ist Dumbo vielleicht einfach so eine Metapher für die Marvel Studios? Na? Es ist oder das, genau. Ja. Es ist definitiv eine Symbolismusparallele da drin. Auch gerade wie Michael Keaton das spielt und irgendwie die negativen Seiten von Walt Disney raushängen lässt, die er ja auch halt teilweise, die da irgendwie zutage traten in seiner Zeit. Da ist definitiv etwas drin. Umso überraschender, dass der Film halt so rauskommt, wie er rauskommt und in dem Sinne ja total kritisch ist in dem Sinne, was Disney in der Vergangenheit schon öfter gemacht hat, aber nicht im Rahmen von so einem eigentlich extrem kalkulierten Remake. Also da war ich tatsächlich überrascht von den Untertönen. Mhm. Ja, vielleicht wollen sie sich selbst so ein bisschen durch den Kakao ziehen, ich weiß das nicht. Das machen sie ja öfter in letzter Zeit. Ja. Wahrscheinlich hatten sie keine Zeit, das zu checken, weil sie gerade am Geld zählen. Oh, apropos Geld zählen, ich muss noch eine negative Sache loswerden über einen Schauspieler. Und zwar über Alan Arkin, weil ich habe das Gefühl, seit seinem Oscar-Gewinn für Little Miss Sunshine lässt er sich einfach nur noch treiben und hat so diese Ah-Fuck-It-Attitüde. Denn der spielt fast jede Rolle exakt gleich in letzter Zeit. Und hier ist es immer noch dieses, ja, irgendwie, ich bin hier und ich sag meine Zeilen, aber irgendwie, ah, I don't give a shit. Halt, das kommt mir hier so vor. Und auch die Figur selber ist so unglaublich widersprüchlich. Das ist der, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist der Geldgeber von diesem Zirkus, von diesem Dreamland, der Besitzer der Bank. Und dann soll ihm der fliegende Dumbo vorgeführt werden. Und dann geht ein bisschen was schief, aber Dumbo fliegt ein paar Runden im Zelt und dann gibt's noch eine kleine Panne und dann fliegt er aus dem Ausgang heraus und ins Freie. Und dann
Und dann sagt er irgendwie, you didn't show me an elephant fly, I saw a vanishing act. Und ich denke mir, what? Du hast den Elefanten doch fliegen sehen. Das ist so unglaublich an den Haaren herbeigezogen und so schrecklich konstruiert. Und dann am Schluss, wenn sein ganzes Investment, dann am Schluss hat er immer noch diese I don't give a shit Attitüde, wo ich mir denke, das passt überhaupt nicht hier rein. Und deshalb hat mich das wahnsinnig gestört, wobei ich normalerweise Alan Arkin wirklich mag. Und er hat ja auch schon in Edward with the Chainhänden mitgemacht. Aber von ihm war ich wirklich enttäuscht hier. Das klingt aber mehr nach einer Schwäche des Drehbuchs, ja, nicht nach einem Starspiel. Ja, aber ich fand halt auch, Dialog, ich fand auch, wie es gespielt war, hat mir persönlich einfach nicht gefallen. Allgemein. Na, der Mann ist halt schon alt. Lass ihn doch einfach ein bisschen Spaß haben. Also. Ich meine, der hat gezeigt, was er kann. Jetzt macht er doch ein paar Filme und genießt seinen Lebensabend. Wie Morgan Freeman. Oder Anthony Hopkins, der macht das genauso. Christopher Lee war noch älter am Set vom Hobbit und da hat er besser gespielt und war mit mehr Herzen dabei als hier Alan Arkin. Aber der ist auch Brite. Tut mir leid, aber das war etwas, womit ich nicht klarkam. Ich dachte mir, oh Mann, Alan Arkin, warum bist du hier irgendwie so nervig? Aber seid ihr nicht. Pia, gab's bei. Ja. Entschuldigung. Bitte. Sehr gut. Aber seid ihr nicht der Meinung, dass Eva Green richtig positiv hier herausgestochen ist? Nein. Was? Nee? Nein. Ich find sie eigentlich immer gut. Deshalb hat sie mir nicht groß irgendwie positiv überrascht, weil ich denke, Eva Green ist sowieso eine gute Schauspielerin und hier macht sie es nicht schlechter als sonst irgendwie. Also bei mir ist es so, ich habe nichts gegen Eva Green, ich finde die sehr talentiert und ich hatte einfach ein Problem mit dem weiteren Verlauf der Geschichte. Ich fand das mit dieser Artistin irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Ich fand es, wie gesagt, gut, dass sie die Geschichte weiterentwickelt haben, aber ich fand es eher ein bisschen öde, wie es dann weitergeht. Ich fand es überhastet, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch ein Faktor. Es hat mich nicht so wirklich berührt, muss ich gestehen. Also sobald halt das erste Mal Dumbo Abschied nimmt von seiner Mutter, Entschuldigung, Moment, Memo an mich, Mutter anrufen. So, oh mein Gott. Muss ich sagen, hat der Film mich emotional dann nicht mehr so berührt tatsächlich. Und am Ende war es mir auch einfach zu viel Spektakel. Ja. Also ich meine, Eva Green hat jetzt, also nicht zum Berühren oder so, ich meine jetzt so ihre schauspielerischen Fähigkeiten und wie sie auch also vom Kostüm her auch in Szene gesetzt wird, also fand ich ziemlich gut. Also die Dialoge fand ich jetzt nicht so perfekt. Ich fand generell viele Dialoge in diesem Film irgendwie ein bisschen missglückt, missraten teilweise. Da dachte ich, plakativ. Ja, dachte ich mir auch so, okay, musste das jetzt sein, oder hätte man das nicht vielleicht besser schreiben können? Aber bei der Figur, also die ist ja die Frau von dem Dreamland Director, der ja ziemlich seltsam daherkommt und ziemlich egoistisch ist und so weiter. Und die wird ja zuerst auch sein Anhängsel. Und verwirklicht sich dann später so ein bisschen weiter, verändert sich dann ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich finde halt, wie sie wirkt, und sie ist ja selber eine Artistin und geht ja auch gewisse Risiken ein, wie man ja auch später dann auch sieht und merkt. Und ich finde, sie hat das eigentlich super gemacht. Und man merkt, also als ich den Film gesehen habe, merke ich immer wieder, dass ich mehr Filme mit ihr sehen will. Also, dass ich auch sehen will, dass sie irgendwie noch in anderen Filmen, in zukünftigen Filmen vielleicht vorkommt, wo ich sie so sehen könnte oder sehen wollen würde. Und ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Ich kann dir schon mal sagen, dass sie auf jeden Fall in Zukunft in jedem Tim Burton Film dabei ist. Das ist schon mal. Ja. Ja, die scheint seine neue Muse zu sein, jetzt wo Helena Bonham Carter nicht mehr im Bilde ist. Und man muss dazu sagen, Eva Green hatte meiner Meinung nach schon deutlich bessere Rollen. Hier hat sich das so angefühlt, als würde sie in dem Film nur sein, weil sie die neue Muse von Tim Burton ist, so. Was manchmal den Eindruck hatte, zum Beispiel auch bei Burtons letzten Film mit Bonham Carter. Ich sag nur Alice im Wunderland. Da habe ich mich auch so gefühlt, so, du musstest jetzt unbedingt noch deine Muse mit reintun. Und hier hat das auch eher so, sie musste noch irgendwie mit reingeschrieben werden, weil sie ja die Muse von Tim Burton ist. Aber ansonsten. Ja, aber Bonham Carter passt als die Rote Königin zugegeben. Also, das ist schon eine Rolle, wie sie gut spielen das kann. Das stimmt natürlich. Aber zugegeben, hier bei Eva Green habe ich auch keine Charakterentwicklung so richtig gemerkt. So,
Wie ich sie mir von... Ich finde schon. Wie ich sie mir ja, von, doch, ich finde auch. Wie ich sie mir von... Ja. Am Anfang ist sie halt... Lass sie auch so. Oh, wie ich sie mir von ihr sonst gewünscht hätte. Ich meine, wir haben sie auch gesehen in Casino Royale in der Nebenrolle, wo sie sich wunderprächtig entwickelt hat. Oder auch in der Serie Penny Dreadful, wo sie eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Und hier, das war irgendwie so nur nebenbei. So... Schon, die Entwicklung war nebenbei, aber eine Entwicklung war da. Am Anfang ist sie halt die hochnäsige Primaturnerin des Zirkus, bla bla bla, aber und halt die große, das Anhängsel des Direktors. Und dann wird sie nach und nach, weiß nicht, hat sie so dieses emotionale Attachment zu Dumbo und zu seinen Aufpassern und will ihm dann ja tatsächlich helfen und sagt, scheiß auf die Karriere, hier geht es um ein Leben und um Familie und so. Also da ist schon eine Entwicklung. Es ist nur etwas zu hastig erzählt. Nee, also meiner Meinung nach war sie schon von Anfang an so drauf. So, ich hatte immer das Gefühl, dass hier dieses so, ich bin nur von oben herab so, das war nur so eine Fassade. Und wenn du sie halt turnen gesehen hast und wenn du sie halt auch im Gespräch mit den Kindern und so gesehen hast, dann war sie völlig anders wieder. Das waren aber die zwei Seiten von Eva Green. So. Zu Anfang, wie gesagt, das war nur so eine Fassade, weil sie halt dort mit Michael Keaton war. Deswegen hat sie da auch so gesagt, so, aber in ihrer ersten Turnszene, da ist sie allein mit den Kindern und mit Colin Farrell. Da benimmt sie sich genauso. Nee. Also das, deshalb dachte ich, das ist schon eine gewisse Entwicklung mit drin. Also, naja, war meine Meinung jedenfalls. Okay, das ist vielleicht kommt das bei verschiedenen Menschen anders rüber. Ja. Bei den Herzlosen. Aber ich hatte nur, ich hatte nur teilweise, weil wir haben den Film ja auf Englisch gesehen, ich hatte ein mega Problem mit Michael Keatons Stimme und Akzent hier. Also ich habe keine Ahnung, was zur Hölle er da veranstaltet hat. Weil ich fand nämlich, Colin Farrells Akzent war überraschend solide. Weil normalerweise tun sich Leute von der Insel aus Großbritannien und Irland und so weiter, die tun sich übelst schwer mit amerikanischen Akzenten. Aber ich finde, bei ihm klang das ziemlich gut. Mike. Ja, aber ich denke mal, die Zuhörer werden den Film sowieso die meisten in Deutsch sehen, oder? Ja, schon, aber halt, ich dachte mir nur so allgemein gesagt, es gibt auch Leute, die vielleicht auf die DVD warten, die da auf Englisch gucken. Und ich fand, Colin Farrells Akzent war relativ gut, aber bei Michael Keaton, ich wusste nicht, was das für ein Akzent war. Sein eigener Akzent. Das so. Ja. Jetzt haben wir schon echt viel geredet. Hat noch einer von euch was er unbedingt jetzt loswerden will? Ja, ich wollte mal fragen, wie fandet ihr eigentlich die Rolle von Michael Keaton, der so den bösen Kapitalisten gemimt hat, den man schon so, also ich habe ihn zumindest schon so auch so ähnlich wahrgenommen in Robocop, in dem Robocop-Remake, wo er ähnlich drauf war. Wie seht ihr das? Fandet ihr, das war fantastischer Antagonist oder? Ich fand's austauschbar. Ja, ich fand, es war ein typischer Antagonist und ich fand es doch teilweise extrem überzogen. Aber es ist ein Kinderfilm, es ist in dem Sinne ein Disney-Film und da muss alles irgendwie anscheinend ein bisschen überdeutlicher sein. Man kann sehen, dass er Spaß mit der Rolle hat, aber es wirkte halt so ein bisschen hohl und affektiert, etwas aufgesetzt und halt sehr überdeutlich. Ja, es war halt, er kommt halt an und sobald er den ersten Fuß aus seiner Limousine setzt, ist klar, hallo, Kinder, ich bin's, der Bösewicht. I will be your antagonist for the evening. Ja. Genau. Ja. Aber mich hat das nicht gestört, ich fand das relativ passend, weil der Film ist halt komplett überdeutlich. Ich meine, der hatte auch noch die Lokomotive, mit der Zug fährt, der hat auch noch so ein Gesicht wie im Original. Also das fand ich jetzt nicht so störend, muss ich gestehen. Das passte irgendwie. Ja, das hatte halt, das war in dem Sinne auch eine Hommage ans Original. Ich muss dazu sagen, aber wenn Michael Keaton ins Bild tritt, wird Danny DeVitos Figur so ein bisschen schwächer. Also am Anfang ist ja eher, habe ich so das Gefühl gehabt, ist eher so Danny DeVito der Antagonist so, der mit Dumbo nichts anfangen kann so und ab der zweiten Hälfte wechseln sich sozusagen Keaton und DeVito ab und DeVito geht dann eher in die andere Richtung. Das fand ich etwas komisch, dass man hier so diesen Gegensatz gewählt hat. Ich habe DeVito nie als Antagonist gesehen, halt einfach nur als denjenigen, der so der
der Skeptiker ist und halt der rationale Geschäftsmann sozusagen in dem Sinne. Und weil er macht halt nicht, er zieht nicht seine Pinguin-Nummer durch oder sowas in der Art, sondern er spielt den Zirkusdirektor eigentlich ganz ähnlich wie den Zirkusdirektor in Big Fish. Nur hat er hier nicht diesen tierischen Twist, selbstverständlich. Aber ich habe ihn nie wirklich als Antagonist gesehen und dachte mir, der hat natürlich auch dann eine Entwicklung, wo er sich noch ein bisschen mehr verbessert. Aber naja, das wäre, die Diskussion wäre jetzt zu lang. Aber ich fand nicht, dass er irgendwie der Gegenspieler war. Das habe ich jetzt auch so nicht wahrgenommen. Ich fand es einfach sehr schön, ihn mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Hat man ja lange nicht mehr getan. Ja. Und für mich wirkt es halt immer so wie dieser strenge Chef, der aber eigentlich halt doch herzensgut ist. Ja. Ja. Definitiv. Der Film hat ja auch einige Lacher und ich finde, die besten Gags waren immer so diese Gags nebenher. Ich mochte zum Beispiel wieder Starke Mann. Gespielt von Diabea Operay, wieder halt dann so das Mädchen für alles ist tatsächlich. Ja. Das fand ich eine sehr schöne Rolle. Ich mochte die ganzen Nebenfiguren im Zirkus und wie sie dann alle so ihre Rolle zu spielen haben im Finale, selbstverständlich. Und es gibt ja da, weil so die offensichtlichen Gags, wie zum Beispiel das mit dem Affen war jetzt nicht so meins. Aber das fand ich halt immer gut, diese kleinen humorvollen Sequenzen zwischendrin. Das war einfach eine schöne Unterhaltung, ja. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, das Drehbuch ist von Aaron Kruger. Wir haben immer so das Drehbuch und Aaron Kruger hat unter anderem auch die Drehbücher für die Transformers-Filme geschrieben. Denkt ihr so, dass man das hier ein bisschen in dem Film gemerkt hat? Also ich habe es ganz klar im Finale gemerkt, so, wo dann plötzlich die Riesenexplosionen rausgekommen sind, wo ich mir so dachte, warte mal. Willst du etwa sagen, die Transformers-Filme hatten Drehbücher? Der zweite hatte kein Drehbuch, der zweite nicht. Okay. Man muss aber auch sagen, dass Aaron Kruger halt noch mehr gemacht hat. Der hat hier, glaube ich, sein erstes großes Skript war, glaube ich, das zu Arlington Road mit Jeff Bridges und Tim Robbins. Hat, glaube ich, die Ring-Remakes auch geschrieben. Also er hat nicht nur Transformers gemacht, zur Ehrenrettung des Mannes. Ich glaube, Scream 3 hat er geschrieben. Also, Scream 4 auch. Reindeer Games, die Brüder Grimm, welcher auch einfach furchtbar ist. Ja, der ist furchtbar. Gott, das ist ziemlich schwer. Nee, der hat schon ziemlich viel Mist geschrieben, muss ich sagen. Ich glaube, das hier war vielleicht so eine Art Payback, weil er ursprünglich beim Drehbuch von John Carter hätte involviert sein sollen. Und als sie gemerkt haben, dass er nur richtig beschissene Ideen hatten für John Carter, haben sie ihn da wieder rausgebootet. Und jetzt, ein paar Jahre später, hat Disney gesagt, ach, was soll's, schreibt das Remake von Dumbo. Aber mir ist es nicht wirklich negativ aufgefallen. Das ist ein typisches Remake-Drehbuch mit interessanten Ideen und so weiter. Und außerdem, Tim Burton hat ja auch so gewisse Ghostwriter ab und zu beteiligt, die da nicht genannt werden, die dann das Drehbuch noch seinen Bedürfnissen etwas anpassen. Und ich denke, da sind halt auch ein paar Faktoren. Also ich glaube kaum, dass Aaron Kruger der einzige beteiligte Drehbuchautor ist hier. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. 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 Gut, nochmal die Frage. Hat sonst noch irgendjemand was? Danny, du warst sehr still in den letzten Minuten. Ja, ich bin gerade in mich gegangen und habe mir schon mal überlegt, was ich denn zum Fazit sagen möchte, denn ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt auf jeden Fall gute Momente, aber so insgesamt hat der Film leider keinen besonders guten Eindruck bei mir hinterlassen. Okay, pass auf, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit und du darfst dein Fazit zuletzt nennen, dann hast du noch genügend Zeit, drüber nachzudenken, ja? Sehr gerne. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt einfach euer Fazit bitten und gerne könnt ihr auch erwähnen, ja, für wen ist denn der neue Dumbo geeignet? Fangen wir mal Ladies First an. Pia, bitte. Ja, also ich fand den gesamten Film durchweg unglaublich niedlich. Also Dumbo mit seinen großen Augen und seinen großen Ohren und seinen kleinen Rüsseln. Es war einfach pures Zucker sozusagen. Und sonst bin ich aber leider ein bisschen enttäuscht von den Dialogen und von den jungen Mädchen, also von einigen Schauspielern, die irgendwie, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, was sie machen sollten. Und irgendwo bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also er kam leider nicht an dem anderen Disney-Film ran, also an die Schöne und das Biest, wo ich ja so viele Punkte gegeben habe. Also Dumbo kann ich leider nicht so viele Punkte geben. Wenn ich jetzt bewerten würde, 1 von 5 Sternen, 1 bis 5 Sterne, würde ich 3,5 Sterne geben.
da ich finde zwar Dumbo total süß und alles war echt super süß und die Story war auch schön erweitert vom Grundfilm her und hat noch viel mehr und dann auch andere Dinge geboten, aber ich bin trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden aus dem Film gegangen. Also die hätten noch ein bisschen mehr machen können. Okay. Und gibt es eine Zuschauergattung, wo du sagst, hey, das ist genau für die geeignet? Ja, auf jeden Fall Kinder, klar, auf jeden Fall Kinder, junge Teenager und weiß nicht, also eigentlich auch Disney-Fans, also die Leute, die offen sind für die Remakes und für Disney generell, sollten sich das auf jeden Fall angucken. Also das ist eigentlich Pflichtprogramm. Wenn man jetzt aber sagt, wenn man jetzt genervt ist von den ganzen Disney-Sachen und was Disney alles so macht und so weiter, es gibt ja immer Gegner und Fürredner, dann kann man, finde ich der Meinung, kann man das halt getrost auslassen. Dann würde ich dann lieber auf Aladdin und König der Löwen warten und dann unsere Reviews dann vorher anhören bei den nächsten Filmen und dann nochmal entscheiden, ob man dann vielleicht mal reingeht. Ja. Vielen Dank. Lasse. Pia hat schon viele schöne Dinge gesagt, denen ich so auch zustimmen würde. Wenn ihr sagt, alles, was von Disney kommt, ist perfekt und diese Remakes sind das beste seit geschnitten Brot, dann geht auf jeden Fall rein. Wenn ihr skeptisch seid und sagt, ich mochte vielleicht Dschungelbuch und vielleicht dann auch noch Cinderella, aber Schön und das Biest war furchtbar und so weiter und ich finde König der Löwen und Aladdin sind das überflüssigste überhaupt, dann würde ich aber sagen, dieses Remake hier macht einiges richtig, bietet interessante neue Ansätze und filmt nicht nur bloß das Original 1:1 ab. Ich bin in dem Sinne ein bisschen vorbelastet, weil ich Tim Burton so sehr mag und weil eben auch der Score einer von Danny Elfmans besten seit langem ist, halt, wo mir teilweise wirklich die Tränen gekommen sind. Ich bin ein sehr audiophiler Mensch und einfach auch so ein großer Fan. Deshalb war ich zwischendurch wirklich sehr bewegt. Die Dialoge sind etwas plakativ, ich finde die Charaktere sind zu zahlreich und teilweise nicht ganz solide gespielt. Größtenteils fand ich das Schauspiel sehr gut, aber es gibt halt hier und da ein paar Aussetzer. Aber nichts, was irgendwie filmbrechend wäre. Ich finde, für einen Tim Burton-Film war es nicht ganz bunt genug. Ich finde, da hätte er sich hier und da visuell noch etwas mehr austoben können, gerade mit den Möglichkeiten, die er bei so einem Budget hat. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es ein Tim Burton-Film ist. Es hat diese Mentalität, es hat natürlich den Sound und seine interessanten Ideen. Ich persönlich würde tatsächlich, ich würde es ein bisschen besser als Pia bewerten, dann würde ich so tatsächlich sagen, 4/5. Mir hat da wirklich größtenteils gut gefallen. Ich war gut unterhalten, habe ab und zu gelacht und ab und zu waren mal ein Tränchen im Auge. Und und das ist mehr als ich hatte mich tatsächlich auf den Film vorher gefreut, aber das war tatsächlich noch ein bisschen mehr, als ich von Anfang an erhofft hatte. Und ich find's toll, wie ab und zu auch Tim Burtons Angst vor Clowns auftritt, weil es gibt ja so größere Clown-Sequenzen und da einerseits präsentiert er sehr verspielt und andererseits auch sehr düster und freakig. Also er beleuchtet beide Seiten vom Zirkus. Es ist ein Film, der etwas facettenreicher ist, wenn man unter die Fassade schaut. Und ich kann ihn tatsächlich wirklich einem allgemeinen Publikum auch empfehlen. Wenn man schon das Original mochte oder wenn man das Original nicht kennt, ist dieser Film vielleicht eine schöne Gelegenheit, sich damit mal vertraut zu machen mit dem Material. Vielen Dank. Marcel? Ja, also ich bin mit keinen Erwartungen rangegangen. Null. Eher war ich auf der gegnerischen Seite, weil ich halt über alles diese Zeichentrickfilme von Disney liebe und auch Dumbo einer meiner Favoriten ist. So. Was mich am meisten interessiert hat, war, ob er diese Message auch rüberbringt, dieser sozialkritische Kommentar, der gerade im Originalfilm sehr stark vorhanden ist und die Beziehung Mensch-Tier ordentlich macht. Und da muss ich sagen, da hat er mir zu wenig gegeben. Das fand ich nicht gut umgesetzt, auch wenn Michael Keaton so als der böse Kapitalist so ein Seitenhieb auf Disney war mir dann doch zu wenig Kritik, was der Zeichentrickfilm eben deutlich besser gemacht hat. Dann fand ich, hat der Film zu wenig den Fokus eigentlich auf Dumbo gelegt und zu sehr auf die menschlichen, ne, Charaktere. So hatte zum Beispiel, wie wir schon alle gesagt haben, das Mädchen eigentlich die meiste Screentime. Und wenn man es genau nimmt, ging es hauptsächlich um das Mädchen. Und mit der konnte ich überhaupt nicht. Die war mir nicht sympathisch. Und
die sollten sie auch bitte nicht in einem nächsten Film, den ich sehen muss, bringen. Ja. Nee, also in dem Film, das ging gar nicht. Das war richtig schlimm mit ihr. Und dadurch ist das ganze Konstrukt für mich meiner Meinung nach zusammengebrochen, weil wenn ich einen Film sehen will, wo Dumbo draufsteht, dann möchte ich auch Dumbo mehr sehen und seine Geschichte wirklich hören. Und hier war er für mich eher so die Randfigur. Hier hat man mehr den Fokus auf Colin Farrell gelegt, auf Danny DeVito, auf deren Schicksale. Allgemein sind mir das auch viel zu viele Schicksale auf einmal gewesen. So, eigentlich müsstest du jedem Charakter, wenn wir ehrlich sind, einen eigenen Film geben, damit man seine Geschichte richtig erzählen kann. So, also das Ensemble. Du bringst Disney gerade auf eine dumme Idee. Oh Gott. Nein, das war ein Scherz, Disney. Nicht zuhören. Das ist genauso wie, oh, wir machen so einzelne Filme über jeden Charakter aus Rogue One. Und ich denke mir, über welchen Charakter? Die hatten keine Charaktere. Ja, aber in Rogue One, die hatten wirklich keine Charaktere. Das stimmt. Das war hier anders. Hier hast du dir bei manchen mehr Screentime gewünscht, bei anderen weniger Screentime und so. Und deswegen dieses Ensemble-Problem, das der Film hat, das sich auch nicht wegdiskutieren lässt, hat den meiner Meinung nach auch dann so ein bisschen kaputt gemacht. Auch weil er den Fokus, auch die Beziehung zwischen Dumbo und seiner Mutter, das ist so ein bisschen untergegangen. Und ich habe die Maus vermisst. Die Maus aus dem Zeichentrickfilm, so, die ihn da an die Hand führt und die ihm das alles zeigt mit den Federn und so und die ihm die Welt aufzeigt, die sowohl Mutter als auch Vater ist, als auch bester Freund, so, die gab's hier nicht. Die wurde halt aufgeteilt auf die verschiedenen Figuren. Kann man machen. Ich hätte tatsächlich lieber die Maus gesehen, obwohl schauspielerisch ist der Film, kann man nicht sagen, ist der Film schon top. Also alle geben hier wirklich ihr Bestes, aber ja, am Ende hat der Film mich nicht so emotional gecatcht, wie der Trickfilm es damals getan hat und auch immer noch tut. Ich habe den auch davor noch mal gesehen, also hatte ich den ziemlich gut in Erinnerung und ja, wenn wir ehrlich sind, die rosa Elefantenszene hatte auch da für mich im Zeichentrickfilm eine völlig andere Wirkung als hier. So. Schon, die Zeichentrickversion, die rosa Elefantenszene ist definitiv irgendwie besser und spektakulärer, aber ich fand hier den Blickwinkel sehr interessant, wie sie es anders gemacht haben und ich mochte dies, weiß nicht, ich mochte einfach diese neue Idee, die sie dafür hatten. Das hat mich wirklich sehr überzeugt. Naja, es hat sich sehr gut ins Gesamtkonzept eingeführt. Aber von Punkten her, um zum Schluss zu kommen, ich würde dem Film 3 von 5 geben. Vielen Dank. So, ich mach's ganz schnell. Ich gebe ihm 3,5. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bin eher skeptisch, wenn Disney Klassiker neu verfilmt. Muss aber sagen, mir hat's gefallen, dass sie die Geschichte weitergesponnen haben, bisschen nachgedacht haben, wie man das machen kann. Ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Ich war am meisten enttäuscht tatsächlich von dieser rosa Elefantenszene. Die fand ich nämlich in der Neuverfilmung ziemlich stumpf, muss ich gestehen. Toller Score, der artifizielle Look hat mich ein bisschen gestört, aber insgesamt hat der Film mein, ja, versteinertes, maskulines Herz ein bisschen erweicht, deswegen 3,5 Punkte. Und jetzt, liebe Freunde, ist es eigentlich soweit. Danny! Jetzt musst du abgefallen. Ja, nachdem wir so viel Lob gehört haben, kommt dann jetzt meine Meinung dazu. Also wenn ich daran denke, wie viel Spaß ich mit dem Dschungelbuch hatte, muss ich leider sagen, das habe ich jetzt bei Dumbo überhaupt nicht wiedergefunden. Und ich muss sagen, so als jemand, der auch damals das Plüschtier hatte und auch das Original ganz, ganz toll findet, immer noch heute, war ich ziemlich enttäuscht. Ich hatte wenig Erwartungen an dem Film, weil mich der Trailer an sich so schon nicht groß gecatcht hat. Und diese wurden halt auch nicht erfüllt. Also nicht mal die. Dementsprechend, also es gab Charaktere, die haben mich halt sehr gestört, wie zum Beispiel schon erwähnt, dieses kleine Mädchen, die Tochter. Es ist mir auch zu wenig Dumbo. Ich bin da voll auf Marcells Seite. Ich finde auch, es sind sehr viele Charaktere, die sind auch ganz gut gemacht, aber vielleicht ein paar davon weniger ins Bild rücken, davon ein paar andere mehr ausarbeiten und mehr Dumbo hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht.
Es gab auch gewisse Logiklöcher, wo ich mich dann gefragt habe, okay, das macht jetzt für mich an dem Punkt keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man dann diese Sinnhaftigkeit von Disney-Filmen hinterfragen sollte, aber für mich hat es halt dann an dem Punkt ein bisschen rausgerissen. Visuell macht es Spaß, visuell ist es auf jeden Fall ein schöner Film und auch auditiv macht es definitiv auch Spaß. Es ist auf jeden Fall kein Schuss gegen die Wand, sondern es ist auf jeden Fall on point und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Aber das, was handlungsmäßig angeht und das, was man auch alles so geboten bekommt, rein von der Story und inhaltlich, fand ich jetzt an vielen Punkten ein bisschen zu plakativ und auch nicht wirklich nachvollziehbar und hat mich emotional auch dann nicht abgeholt. Das hat dann eher der Soundtrack erzeugt, aber nicht das, was ich halt auf dem Bild gesehen habe. Von daher würde ich eher sagen, es ist eine Zielgruppe, die Disney-Filme generell toll findet, die generell alles von Disney konsumiert und inhaliert, die wird auf jeden Fall den Film auch gucken wollen und damit auch nicht enttäuscht werden. Andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Anspruch haben, auch an Story, den würde ich auf jeden Fall eher ans Herz legen. Guckt euch nochmal das Original an. Das ist definitiv besser in meinen Augen. Und ja, mal schauen, was jetzt dann König der Löwen und Aladdin und so noch hinkriegen, ob mich das vielleicht wieder so ein bisschen auf die andere Schiene holt. Aber seit dem Film habe ich auf jeden Fall ein bisschen weniger Lust auf diese ganzen Realverfilmungen. Und dementsprechend würde ich dem Film 2,5 von 5 möglichen Punkten geben, weil ich das jetzt sagen muss, das wäre kein Film, den ich irgendwann jemals nochmal gucken wollen würde. Nicht mal mit jemandem, der den noch nicht gesehen hat. Weil ich einfach mich auch im Film selber mehrfach erwischt habe, wo ich gedacht habe, boah, hoffentlich ist es gleich mal vorbei, weil ich habe, also es macht an dem Punkt einfach nicht mehr wirklich viel Spaß. Und das ist schade, sowas habe ich selten, bei dem Film leider schon. Von daher freue ich mich für jeden, der das anders empfindet, aber ich kann da leider nichts Besseres zu sagen. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir am Schluss. Es wird Zeit für das große Finale, die Verabschiedung. Ihr dürft euch jetzt gerne bei unseren Zuhörern alle verabschieden und gerne noch Werbung machen. Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin das Du und viel Spaß noch. Tschüss. Ja, ihr seid, ihr dürft mich gerne verabschieden. Ja, dann Ladies first, bitte. Ja, ja, ich sag dann auch Tschüss und falls ihr noch mehr von mir lesen oder vielleicht auch zukünftig hören wollt, dann schaut mal auf irgendwienerich.de vorbei. Super, mich findet ihr auf Facebook und Twitter @LasseVogt. Mein YouTube-Kanal heißt The Debat, da findet ihr alles Mögliche von mir. Mein eigenes Podcast heißt Fans About Films auf Soundcloud und iTunes. Ebenfalls auf iTunes ist mein anderer Podcast, It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit Live Perez, nur auf Englisch. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Reviews für scoregeek.wordpress.com, da wird auf jeden Fall auch Dumbo drankommen, freue ich mich schon auf die CD. Und ich schreibe auch teilweise News für Movie Freaks, aber die sind gerade in der Umstrukturierung mit einem neuen Namen. Das ist jetzt gerade noch nicht aktualisiert worden, deshalb kann ich noch nicht sagen, wie dann die neue Seite heißt, aber das werdet ihr dann schon irgendwie herausfinden. Ja, und ich bin der Marcel von geekpool.com. Wenn ihr News haben wollt, Kritiken, Specials. Wir haben sehr viele Interviews, weil ich sehr, sehr viel reise, auf sehr, sehr vielen Filmfestivals unterwegs bin. Dieses Jahr Sundance, South by Southwest, jetzt eben noch die WonderCon, die CinemaCon. Also da ist sehr, sehr viel Input, was das betrifft. So, außerdem findet ihr uns auch auf YouTube, auch unter Geekpool. Wir haben einen Instagram-Account, Geekpool18. So, und ja, da wird in nächster Zeit auch einiges noch kommen. Ja, und dann tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch. Ich bin der Daniel und mich hört ihr und kennt ihr vom Telestammtisch. Und ja, freut euch auf die nächsten Reviews, die dann noch kommen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Marcel und ich bin heute nicht alleine. Ich habe den Chris bei mir. Hi Chris. Hi Marcel. Und wir reden heute über The Chilling Adventures of Sabrina Part 2. Yay! Part 1 ist ja schon letztes Jahr erschienen. Ich glaube Halloween sogar. Mhm. Und jetzt wird das Ganze fortgesetzt, beziehungsweise im April auf Netflix. Chris, kannst du mal kurz was zum Inhalt sagen, worum es geht? Genau, also Sabrina, wenn man Sabrina total verhext von damals, also 96 bis 2003 sich erinnert, dann ist es mehr oder weniger die gleiche Serie, nur in düster und in böse und irgendwie dann nicht so auf Comedy getrimmt, obwohl es ja irgendwie eine US-Horror-Comedy-Serie darstellen soll. Die Hauptfigur ist Sabrina und Sabrina lebt bei ihren Tanten und stellt dann fest, dass sie eine Hexe ist und muss dann in der Welt der Sterblichen und der Magier hin und her
switchen und erlebt mehr oder weniger lustige und gruselige Abenteuer. Also sie hat zwei beste Freundinnen und ja, zwei Love Interests, die sich dann im Laufe der ersten Staffel verflüchtigen oder ein bisschen stärker werden. Sie hat das Problem, dass sie sich ein bisschen entscheiden muss zwischen der Sterblichen und der Magierwelt und muss dann am Ende der Staffel, das hat sie dann ja mehr oder weniger, sich dann für die Hexenwelt entschieden. Ja, genau. Und das mit den zwei Love Interests, das ist mir tatsächlich jetzt in Part 2 eher sauer aufgestoßen, aber dazu gleich. Wir reden erst kurz über den Cast. Wir haben Kiernan Shipka, die sehr bekannt sein sollte, den Serienguckern aus Mad Men. Wir haben außerdem Ross Lynch. Wir haben Lucy Davis, die eine der Tanten spielt. Ross Lynch spielt Harvey Kinkle. Wer die Originalserie oder die Trickserie um Sabrina kennt, weiß sofort, dass das ihr Schwarm bzw. Freund ist. Dann haben wir noch Chance Perdomo, der spielt den Cousin von Sabrina. Wir haben Michelle Gomez, die viele kennen sollten aus Doctor Who. Sie verkörpert Madame Satan. Wir haben außerdem Chess Sinclair, die Rosalind Walker verkörpert. Ich glaube, das ist eine der Freundinnen. Mhm, genau. Dann haben wir noch Teddy Gabriel, die Prudence Knight verkörpert. Auf jeden Fall muss ich noch erwähnen Miranda Otto, denn die verkörpert eine der Tanten, Zelda. Lucy Davis verkörpert Hilda und Miranda Otto Zelda. Miranda Otto sollte man auf jeden Fall kennen, alleine wenn man Film- und Serienfan ist. Ich meine, Herr der Ringe ist bekannt, oder wie siehst du das? Ja, so ein bisschen, glaube ich. Und Richard Coyle verkörpert Father Faustus Blackwood. Also sozusagen, der ist nicht nur der Leiter der Schule, sondern auch der Priester, genau. Soviel ich das weiß. Über die erste Staffel wollen wir das kurz darüber reden, kurz anschneiden, worum es geht. Können wir gerne machen. Ja, also die Hauptgeschichte der ersten Staffel ist ja im Endeffekt, dass Sabrina ja, wie am Anfang schon gesagt, in diesem Dilemma steckt, dass sie sich zwischen zwei Welten entscheiden muss. Sie muss ihren Namen in dieses satanische Buch eintragen, um sozusagen sich komplett hinzugeben, also komplett Satan hinzugeben. Da ist sie sich halt die ganze Staffel hindurch unsicher, bis sie dann am Ende der Staffel sich dann doch Satan hingibt und dann auch mehr oder weniger ihren sterblichen Teil begräbt, könnte man sagen, oder? Ja, genau. Das wiederum hat mit einem Deal zu tun, wo Geschehnisse im Finale passieren, wo sie gezwungen ist, diesen Weg einzugehen. Genau. Weil sie einen Deal mit jemandem macht und das ist halt die Konsequenz davon. Und damit endet auch ihre Liebe zu Harvey Kinkle für eine gewisse Zeit so, weil sie sich komplett der Magierwelt, der Hexenwelt hingibt, so da komplett in die Schule auch involviert ist. Und wir haben ja schon im Laufe der ersten Staffel gemerkt, dass sie da einen jungen Zauberer kennengelernt hat. Und in der zweiten Staffel geht so der Flirt weiter, beziehungsweise wird der intensiver mit diesem Zauberer. Und Harvey gibt es natürlich auch noch und da entsteht so eine Art Liebesdreieck, was ich etwas komisch finde. Der Fokus in der zweiten Staffel liegt auch mehr auf dieser Zaubererschule, so viel können wir sagen. Und den Weg, den Sabrina bestreitet, ist ein sehr düsterer, sehr dunkler. Also anders als in den Originalserien, wo sie halt immer noch die Gute war, wird sie hier wirklich zur, ich würde jetzt nicht sagen Bitch, aber sie wird richtig böse. Also sie beschreitet den Weg zur dunklen Seite. Ja, man muss allgemein sagen, die komplette Staffel, beziehungsweise die komplette Serie, die Netflix-Serie unterscheidet sich total im Vergleich jetzt zum Original, dass sie komplett dunkel ist. Also die Hexen werden als Satansanbeterin dargestellt. Das war nie in der Originalserie der Fall. Da war das alles humoristisch dargestellt und alles ins Positive. Und hier beten die Satan an und ganz viele interessante
Mythologien und Praktiken und Symbole werden durcheinander gewürfelt. Daraus entsteht dann halt so ein ganz düsteres Weltbild der Hexen und Hexer. Ich fand auch ganz lustig, dass Netflix da im Streit war mit einer satanischen Sekte, so wegen dem Benutzen von den Symbolen. Genau, also der Hintergrund ist das Satanic Temple, das ist sozusagen eine Aktivistengruppe, die sich für viele positive Sachen und für vor allem die Trennung zwischen Staat und Religion einsetzt. Und die haben eine Bartholomä-Statue, ich glaube, vor einem Jahr oder so erstellt. Und die stellt tatsächlich eins zu eins die Figur dar, die man auch in dieser Schule sieht. Also das sind diese zwei Kinder, die davor stehen. Man hat halt den größten Unterschied zu den Aufzeichnungen von Bartholomä. Der hatte normalerweise, dadurch, dass es halt eher so ein Yin- und Yang-Symbol darstellt, auch Brüste und einen Penis. Und den hat er halt nicht. Also der hat nur den Penis, aber er hat keine Brüste, was halt auch passend zur der Satanic Temple-Figur ist. Und interessanterweise, wie du ja schon gesagt hast, es gab so eine Rechtsstreitigkeit zwischen Netflix und die wurde beigelegt. Nur die dürfen beide Parteien nicht drüber sprechen. Also wahrscheinlich ist da ein bisschen Geld. Ja, da ist im Hintergrund was gelaufen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Mhm. Meiner Meinung nach, Chilling Adventures of Sabrina, sehr viele Anleihen von Buffy. Ja. Allgemein auch von den Charakterzeichnungen. So, und die kommt ja nicht nur ohne Humor aus, die Serie, sondern hat einen sehr bösen, sehr schwarzen Humor. Ja, tatsächlich. Die Witze sind teilweise, also die gehen von okay bis teilweise unter die Gürtellinie, aber auf eine sehr intelligente Art und Weise, was ich persönlich sehr genossen habe. Also das sind jetzt nicht so die normalen Witze aus amerikanischen Komödien, sondern die sind auf einem sehr, sehr hohen, intelligenten Level verankert. So auch die Dialoge. Die Serie ist teilweise sehr dialoglastig. Da wird auch ein bisschen Philosophie mit eingestreut in die Dialoge. Ja, in Anführungszeichen Philosophie, weil alles das, was da im Endeffekt erzählt wird, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die sich wirklich an allen Stellen so ein bisschen bedient haben und das dann wirklich wie so ein Potpourri zusammengemixt und dann, also für Otto Normalverbraucher wirkt das alles super düster, aber es hat alles so ein bisschen, wenn man sich so mit der Materie minimal auskennt, ist das halt sehr irritierend, weil das mit dem Wickertum und mit dem Satanismus und was auch immer noch zusammengewürfelt ist und das eigentlich nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Aber das ist jetzt, wenn du dir die Serie mal ganz normal aus Unterhaltungsgründen anschaust, ist das schon sehr lustig und passt schon ganz gut zusammen. Im Vergleich jetzt natürlich zur Originalserie, die ja dann dementsprechend komplett andere Fokus hatte. Das war wirklich so eine Teenager-Unterhaltungsserie oder so eine für die ganze Familie lustige Serie aufgebaut. Das ist jetzt bei der Staffel oder bei den beiden Staffeln jetzt nicht der Fall gewesen. Nee, man muss dazu sagen, die basiert eigentlich auch auf einem Comic. Es ist ein Riverdale-Spin-Off. Riverdale basiert ja auf den Archie-Comics. Ja. Von damals und Chilling Adventures of Sabrina basiert auch auf einem gleichnamigen Comic von Roberto Aguirre Sacasa, der bei Chilling Adventures of Sabrina lustigerweise auch der Schöpfer und fungiert bei Riverdale als Produzent. Mhm. Was ich ganz interessant finde, diese Parallelen. Teilweise kannst du auch Parallelen zwischen Riverdale und Chilling Adventures of Sabrina ziehen, aber nicht anhand der Charaktere, weil die haben miteinander noch nicht so viel zu tun, sondern eher was den Ton angeht. Hast du Riverdale gesehen gehabt? Ja, ich habe Riverdale gesehen. Und wie unterscheiden die sich? Ist das jetzt auch so eine dunkle Serie oder ist das eher was Verspielteres, Lustigeres, Humoristisches? Eigentlich ist es auch so eine dunkle Serie. Also vom Ton unterscheiden die sich fast gar nicht, bis auf das Chilling Adventures of Sabrina mehr witziger ist tatsächlich, also mehr vom Humor hat als Riverdale. Riverdale ist halt teilweise echt bierernst. Mhm. Ja, aber Riverdale wird auch ziemlich verrückt. Wir sind ja jetzt bei Chilling Adventures of Sabrina. Ich will da bloß sagen, dass der Schöpfer von Chilling Adventures of Sabrina sowohl bei Riverdale seine Finger im Spiel hat, als auch bei Chilling Adventures of Sabrina. Und ich habe sogar mal die Comics gelesen, die relativ verrückt sind, teilweise sogar noch verrückter als die Serie. Okay. In den Comics hat nämlich Sabrina von Anfang an weiße Haare. Mhm. Das
Und hier erst später tatsächlich, wo sie sich dann Satan verschreibt. Der ganze Comic ist sehr, sehr düster aufgebaut. Du siehst natürlich Sachen, die du jetzt in der Serie nicht gesehen hast, also die ganze Hintergrundgeschichte von Sabrina und ihrem Vater, wo du dir teilweise denkst so, what the fuck? Das kannst du eigentlich so in der Form, kannst du es nicht in der Serie umsetzen. Das ist teilweise schon ziemlich verstörend. Okay. Die erste Ausgabe gibt es auf Amazon, kostenlos, wenn du Kindle hast. Du brauchst nur die Kindle-App, dann kannst du es dir runterladen, gibt es kostenlos. Okay. Die erste Ausgabe, und die ist schon ziemlich weird. Und so, wobei die Serie noch sehr humoristisch ist, was die Comics eher nicht sind. Okay. Was ich interessant bei der Staffel an und für sich fand, bei der ersten Staffel mehr als bei der zweiten jetzt, soweit wir hier zumindest gucken konnten, die Art und Weise, wie gefilmt wurde. Es gibt immer so diese kurzen Momente, wenn du den Hintergrund so leicht verschwommen siehst und die Figur vorne in Fokus gesetzt wird. Weißt du, was ich meine? Das ist zwischendurch super interessant, dass sie das... Es wirkt teilweise, als hättest du so eine Handkamera benutzt, aber dennoch irgendwie passend irgendwie in die Situation. Also es ist so eine leicht verstörender Effekt, der dadurch entsteht. Und das haben sie irgendwie in der ersten Staffel recht häufig benutzt, was mich ein bisschen überrascht hat. Und jetzt in der zweiten Staffel habe ich das jetzt irgendwie, ich glaube, nur ein oder zweimal gesehen. Das hat damit zu tun, weil viele der Fans sich darüber beschwert haben, über die Sichtweise, die du jetzt geschildert hast. Okay. Diese Kameraeinstellung. Da haben sehr viele Leute im Netz darüber spekuliert und sich aufgeregt. Und das ging halt so weit, dass Netflix gesagt hat, okay, wir machen das dann nicht mehr in der zweiten Staffel. Mhm. Was ich jetzt gelesen habe, haben die kurz nachdem die erste Staffel zu Ende gedreht wurde, dann auch gleich mit der zweiten angefangen. Also das haben die dann wahrscheinlich im Nachhinein nachbearbeitet oder rausgeschnitten. Genau. Das denke ich mir auch, dass das so gelaufen ist. Mir hat die Serie insgesamt sehr gut gefallen. Mir hat auch gut gefallen, wie man Salem eingesetzt hat. Dazu muss ich noch sagen, es war ziemlich schwierig, Salem und Kieran in einer Szene zu haben, weil Kieran hat eine Katzenhaarallergie. Ja, das ist ja unglücklich dann. Ja, das ist etwas schlecht für sie gelaufen. Ich finde es ein bisschen schade, denn in der Originalserie war Salem ja eine sehr unterhaltsame Figur und konnte sprechen. Jetzt in der Staffel, beziehungsweise in beiden Staffeln, redet Salem ja noch nicht. Und es gab ja so dieses Gerücht, dass er eventuell dann in der zweiten Staffel anfängt zu sprechen. Jetzt die Folgen, die wir gesehen haben, da hat man zumindest nichts davon sehen können, leider. Es gibt halt nur diese Szenen, wo Sabrina mit Salem zusammen, also sich unterhält und Salem natürlich nur miauzt und sie antwortet, weil sie ihn dann versteht. Und ja, mal gucken, vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was. Es gab ja Gerüchte, dass Salem ja eine eigene Episode dann bekommt, wo man so ein bisschen seinen Werdegang und seine Geschichte so ein bisschen mitverfolgen kann. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich mochte die Katze von Salem und gerade, wo man sie zum ersten Mal sieht, dieser Schatten, das fand ich schon sehr cool gelöst. Viele haben auch gemeint, dass Salem deswegen nicht spricht, weil das jetzt diesen lustigen Part übernimmt, jetzt Ambrose. Ja. Ihr Cousin und so. Und wenn man das wirklich in Relation sieht, so die Aktion, die Salem in der Comedy-Serie macht und auch in der Animationsserie, dann kommt das schon hin. Muss ich sagen. Ja, das macht Sinn. Ja, finde ich aber trotzdem schade. Also ich mag Ambrose, also ich mag seine Figur. Ich mag auch, dass sie ihn halt schwul angelegt haben und dass sehr offen schwul dargestellt wird. Aber ja, diese Salem war halt immer so eine sassy, campige Figur. Dadurch auch, dass das halt mit so einer Puppe dargestellt worden ist. Es gibt ja dieses bekannte Meme, wo er dann halt sich gerade so die Fingernägel feilt und dann so rüberguckt. Das ist einfach eine großartige Figur von damals gewesen. Die fällt natürlich jetzt raus, aber dennoch ist es ein interessanter Charakter in der Serie, der aber noch nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die er dann halt zukünftig hoffentlich noch kriegen wird. Ja, reden wir mal jetzt über Staffel 2. Genau. Staffel 1 haben wir jetzt zum angerissen. Mhm. Wir haben von Netflix, danke an Netflix, haben wir die Möglichkeit bekommen, die ersten 5 Folgen der zweiten Staffel zu sehen, was eigentlich eine Menge ist. Zum Beispiel bei Jessica Jones habe ich damals auch so
Screener-Zugang gekriegt, aber da konnte ich zum Beispiel nur die ersten 3 Folgen sehen. Ich hätte jetzt auch gedacht, wir können nur die ersten 2 sehen, aber das waren dann doch die Hälfte. Was natürlich auch wieder böse ist, weil man dann weiter gucken möchte und dann muss man natürlich dann erstmal weiter warten. Genau, das Gute ist halt, dass die Serie sofort gezeigt wird auf Netflix, also die komplette Staffel am 5. April und dann kannst du sie komplett streamen, was ich auch definitiv machen werde. Wie war dein Eindruck von den ersten 5 Folgen? Also es fängt schon mal sehr interessant an. Wir haben ja in der letzten Staffel schon mitbekommen, dass sich Sabrina verwandelt. Sie war ja in der ersten Staffel so ein bisschen unentschieden und war leicht rebellisch. Und also es gab so Momente, wo ich wirklich ein bisschen genervt von ihren Entscheidungen war, weil das so ein bisschen irrational auch war. Und das ändert sich jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen. Sie ist ein bisschen geradliniger. Es fängt auch schon so damit an, dass man sieht, dass sie morgens dann auch vor dem Spiegel steht, sich dreht und dann ihre Kleidung dann dementsprechend tauscht. Das macht jetzt alles so ein bisschen einen Eindruck, als wäre sie in ihren Charakter angekommen, was ich super angenehm fand. Dann auch die Weiterentwicklung von diesen Side-Figuren, die besten Freundinnen von ihr, unter anderem auch Susie, die sich dann schon in der ersten Staffel so ein bisschen als Non-Binary dargestellt hat oder dargestellt wurde. Die entscheidet, also die Figur entwickelt sich zu einer Transfigur und wird dann im Laufe der ersten Episoden dann auch gezeigt als männlicher Charakter. Was ich auch super interessant und auch gut dargestellt finde. Die Schauspielerin selbst, die Lachlan Watson, heißt sie, glaube ich, die ist ja selber auch non-binary und hatte dann in einem Interview auch erzählt, dass sie auch so ein bisschen auf die Produzenten eingewirkt hat und gehofft hat, dass die Figur ein bisschen länger in diesem ja nicht gender zugeordneten Status bleibt, was halt auch, finde ich, für die Zusehenden ein bisschen interessanter wirkt als diese festgelegten Rollen, die dann halt ja ein bisschen langweilig wirken. Aber dadurch, dass die Transition jetzt erst in der zweiten Staffel so anfängt, macht das, finde ich, auch für den Zusehenden auch ein bisschen mehr Sinn und lässt es auch ein bisschen mehr Zeit, die Geschichte zu erzählen von ihr bzw. ihm. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Verbindung zu Harvey so mehr und mehr abbricht. Der ist ja jetzt mit Rosalind so ein bisschen am Techtelmechtel und sie dann halt den Weg Richtung Nick gewählt hat, was wir ja schon in der letzten Staffel gesehen hat. Finde ich aber jetzt nach mehreren Episoden gucken gar nicht mal so verkehrt, denn die Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren wird jetzt ein bisschen interessanter und fester. Und das ist allgemein so eine Sache, die, finde ich, in der zweiten Staffel bekommen wir jetzt ein bisschen mehr die Figuren zu sehen, wie sie jetzt wahrscheinlich in den nächsten Staffeln dann auch weiterhin so bleiben. Also dieses, was man anfänglich gesehen hat, nicht nur, dass Sabrina nicht so komplett in ihrer Rolle drin war, auch diese besten Freundinnen, die haben sich auch noch mehr oder weniger so ein bisschen gefunden, beziehungsweise wurden dem Publikum so ein bisschen vorgestellt. Und jetzt hast du Charaktere, die so ein bisschen mehr ausgebaut sind, jetzt ihren Stand halt etablieren. Das fand ich ganz gut. Im Allgemeinen fand ich die ersten 5 Folgen super unterhaltsam. Auch diese Konflikte, die mit den Schülern in der neuen Schule von Sabrina stattgefunden haben, die man jetzt immer weniger gesehen hat, die finde ich schon interessanter und ich denke mal, das hat mehr Potenzial. Also mir hat das komplett Spaß gemacht. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Mir hat auch gefallen, du hast ja am Ende der ersten Staffel so gesehen, wo sie da mit Prudence und Co. rumturtelt. Mhm. Hast ja gesehen, dass sie dann die Alpha-Schwester war, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Wie das Ganze jetzt so ein bisschen ausgebaut wird in der zweiten Staffel, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, das ist die erste Serie, die mich komplett verwundert mit dem Werdegang. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich in dieses Buch einschreibt. Ich hätte nicht gedacht, so einen düsteren Weg gehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die den konsequent in Staffel 2 weiterführen. Ja. Also sie wird teilweise ein nicht unbedingt sympathischer Charakter, muss ich dazu sagen. Was eine also, super interessante Wahl ist, wie du schon sagst, also es ist einerseits unvorhersehbar, aber andererseits, wenn man sich jetzt nochmal kurz auf die ursprüngliche Sabrina mal rüberguckt, war Sabrina immer eine super sympathische und nette Figur, was
bei der jetzigen Sabrina komplett gebrochen wird. Und das macht es jetzt auch, glaube ich, spannend. Also du hast jetzt wirklich mehr Optionen, mit ihr irgendwie neue Wege zu bestreiten. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass es so in Richtung Buffy geht. Und ja, das wird mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. Aber mal gucken. Es geht ziemlich sehr in die Buffy-Richtung, auch von den Charakteren her, finde ich. Ja. Auch von den scheinbaren Antagonisten, wie zum Beispiel auch Madame Satan. Und die Dämonen, die dann die dann auftauchen und ja. Oh. Ja. Wobei das noch ganz interessant dargestellt wird. Wir haben ja in dieser Special-Weihnachts-Episode mit diesen Dämonen hatten wir im Endeffekt geendet und sehen die dann in der zweiten Staffel im Anfang wieder, beziehungsweise die tauchen kontinuierlich in den nächsten Episoden so ein bisschen auf. Was ich sehr schön fand, aber ich hoffe, es wird nicht so dieses, ja, Dämonenbekämpfer-Buffy-Ritus, was wir ja schon gesehen hatten bei Buffy. Und das würde ich ein bisschen langweilig finden. Ich will so ein bisschen Tiefe, ich will so ein bisschen, ja, dieses eigenartige Gemix aus unterschiedlichen Mythologien und Praktiken und Symboliken, was so ein bisschen seltsam ist, aber das würde ich gerne weitersehen. Das macht mir irgendwie Spaß. Man muss dazu sagen, dass Chilling Adventures of Sabrina für meinen Geschmack sehr creepy ist und mehr Horrorelemente hat, als ich erwartet habe. Okay. Also komplett anders, als ich es mir gedacht habe. Und auch den Wertegang von Sabrina kann ich teilweise schon nachvollziehen. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie die andere Seite wählt, weil ich halt Harvey sehr nett fand. Ich finde, dennoch muss ich sagen, stimme ich dir zu, ich finde ihren Wertegang sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, dass man so einen Weg gegangen ist. Wie gesagt, damit hätte ich niemals gerechnet. Und ja, ich lasse mich gerne überraschen, wie es weitergeht. Die ersten 5 Folgen haben mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss die Serie weitergucken und dann gemerkt habe, Mist, jetzt muss ich noch bis 5. April warten, was eigentlich total unfair ist. Die geben dir so ein Appetitäppchen und sagen dann, April, April, den Rest musst du dann im April gucken. Ja, es ist ja nicht mehr lang. Zum Glück konnten wir jetzt hier schon die ersten 5 Folgen sehen. Das Gemeine daran ist, wir fangen ja dann bei der 6. Episode an, während alle anderen jetzt bei der 1. anfangen. Die haben dann deutlich mehr ja, von der Serie jetzt als wir. Wir haben jetzt nur noch dann 5 vor uns, und während alle anderen jetzt noch 10 haben. Und vielleicht ja auch noch eine 11. im Dezember. Ist ja schon bald. Ja, wieder so eine Weihnachtsepisode, und die Serie wurde jetzt ja auch schon verlängert, genau. Tatsächlich. Also komplett verlängert. Ich glaube, eine 3. Staffel, und die 3. Staffel wird wieder 2 geteilt sein, genau. So viel ich weiß. Also wurde 3., 4. angekündigt, aber ich glaube, das ist mal wieder 3. Part 1 und 2. Und also ich denke, auf der San Diego Comic-Con werden sie dazu einiges sagen, und dann wieder auf der New York Comic-Con, wie es halt weitergeht. Mhm. Und ich denke, dass die dann auch anfangen werden, weiterzudrehen, würde ich mir wünschen. Und ich glaube auch, dass die dieses Jahr schon anfangen, das weiterzudrehen. Ich hatte gelesen, 16 Episoden wurden auf jeden Fall schon bestellt. Also wie du schon sagtest, 2 Staffeln werden wir definitiv noch vor uns haben und mit etwas Glück dann auch noch ein paar mehr. Ich denke, das kommt auch sehr stark darauf an, wie jetzt die Resonanz auf die Entwicklung von Sabrina sein wird. Und ich gehe aber stark davon aus, dass jetzt auch die 2. Staffel sehr gut ankommt, weil du genauso wie ich ja auch total begeistert bist von dem Werdegang, und es ist halt immer noch interessant. Und ich muss auch sagen, Sabrina war letztes Jahr so eine Überraschungsserie für mich, weil ich da wirklich überhaupt nicht mit gerechnet habe und angefangen habe, die zu sehen, und konnte eigentlich gar nicht mehr aufhören. Also so eine Serie, wo man sich so ein bisschen auch zu Hause fühlt. Wenn man sie anmacht, dann hat man so richtig Lust, dann weiterzugucken, und man ist sofort in dieser seltsamen Welt mit diesen ganz weirden Figuren. Und ja, wenn man so ein bisschen diese Hürde überwunden hat, dass man ständig in die Originalserie rüberguckt und vergleicht, was das für Figuren sind. Das ist nämlich, finde ich, das Schwierigste, wenn du die alte Serie kennst und versuchst, Harvey oder auch die Tanten zu nehmen und sie vergleichst mit den Originalfiguren. Das sind ja komplett andere Charaktere. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann
kann man diese ganze Serie richtig genießen. Und so geht dann auch die zweite Staffel weiter. Wie wäre deine Bewertung jetzt von 1 bis 5? Meine Bewertung von 1 bis 5, ich finde es immer schwierig, eine Serie zu bewerten, wenn ich gerade erst mal 5 Folgen gesehen habe. Die erste Staffel hat bei mir von der Punktzahl her 4 von 5 Sternen gekriegt. Also da war ich richtig, richtig begeistert. Und ich muss sagen, für mich hat die Serie jetzt auch keinen Abbau betrieben. Deswegen bleibe ich bei 4 von 5 Sternen. Stimme ich dir auch zu. Also ich war auch begeistert. Die erste Staffel hat richtig Spaß gemacht, hat mich überrascht auf mehreren Ebenen. Dann auch noch mit ihrer Weihnachtsepisode und so ging es dann halt auch weiter. Also man kam in die erste, also in der ersten Episode der zweiten Staffel kam man rein und man hat sich schon sofort zu Hause gefühlt. Es war genau die Sabrina, die man erwartet hat dann am Ende und dementsprechend ging das jetzt auch weiter. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich freue mich schon auf den 5. April. Genau. Und mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Wenn ihr sagt, es wäre gut, wenn ihr einen Spoilercast macht, dann würden wir der Bitte natürlich nachkommen. Aber so ist erstmal jetzt unser Stand. Uns hat die Serie gefallen. Wir können sie nur empfehlen. Wir hoffen, dass natürlich sie weitergeht, auch über die 3. Staffel hinaus. Vielleicht 4., 5. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept auch über längere Zeit hält. Ja, definitiv. Wenn sie es weiter in der Art machen. Was ich mir wahrscheinlich auch wünschen würde, wäre ein Crossover mit Riverdale. Das fände ich ganz interessant. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so gut wäre, weil Sabrina ist schon etwas abgedrehter als Riverdale. Wobei jetzt in der 3. Staffel Riverdale auch ziemlich abgedreht ist. Jeder, der Riverdale gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Da könnte man, denke ich, ein schönes Crossover machen. Und ja, da würde ich sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Chris. Danke dir, Marcel. Hat mir auch Spaß gemacht. Wir beim Tele-Stammtisch. Bis dahin, guckt viele Serien, guckt viele Filme und hört vor allem den Tele-Stammtisch. Genau. Bis dahin. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Whitney, die wahre Geschichte einer Legende. Es ist ein Dokumentarfilm von Kevin MacDonald und darin wirken unter anderem Whitney Houston, Kevin Costner, Bobby Brown, Aretha Franklin, Dionne Warwick und Marvin Gaye mit. Er hat eine Laufzeit von 115 Minuten und ist seit dem 8. Februar auf DVD erhältlich und man kann ihn auch streamen. Whitney, die wahre Geschichte einer Legende, zeichnet ein intimes und bewegendes Porträt von Houston und ihrer Familie, welches sich abseits der bekannten Schlagzeilen bewegt und ein neues Licht auf ihre unglaubliche Karriere und ihr faszinierendes Leben wirft. Mithilfe von bisher ungesehenem Archivmaterial, exklusiven Demoaufnahmen, seltenen Performances, Audioarchiven und originale Interviews mit den Menschen, die ihr am nächsten standen, entwirrt Oscar-Gewinner Kevin MacDonald das Geheimnis hinter der Stimme, die Millionen begeisterte, selbst als sie verzweifelt damit kämpfte, ihre dramatische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Soweit der Pressetext. Insofern die Informationen, die man hier bekommt, wirklich neu und ungesehen sind, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich nie so intensiv mit Whitney Houston befasst. Was die Machart der Doku betrifft, ist es aber eine grundsolide Musiker-Doku, die einen noch am ehesten an eine gewisse Sendung erinnert, mich zumindest. Falls sich jemand noch an diese Porträtsendung auf MTV erinnert, MTV Masters, so in etwa läuft das ja ab. Man hat halt diesen ständigen Wechsel aus Interview-Schnipseln mit Angehörigen, die dann auch eben als Voice-Over-Erzählerstimme fungieren. Und dann sieht man eben private Aufnahmen, wenn es um ihr Umfeld ging, in dem sie aufwuchs. Man sieht dann die Aufnahmen, die man kennt, Musikvideos, Konzertauftritte, Fernsehinterviews und immer wieder gepaart mit privaten Aufnahmen von Proben im Studio, aber auch sogar Bilder von ihrer Hochzeit, Urlaubsvideos etc. Was Kevin MacDonalds Inszenierung hier aber wirklich gut macht, ist, dass er etwas hinzufügt. Denn er gibt auch ein sehr gutes Gefühl für den Zeitgeist wieder, in dem das spielte. Zum Beispiel, wenn wir sehen,
wo sie aufwuchs, kriegen wir sofort auch immer ein Bild davon, in was für einer Phase sich Amerika befand. Er blendet dann Dinge ein wie Ronald Reagan als Präsident. Was war gerade politisch los? Was passierte auf der Straße? Was war gerade in den Medien angesagt? Er gibt einem immer ein gutes Gefühl dafür, wo genau man sich gerade befand in jener Zeit in Whitney Houstons Leben. Und hin und wieder gibt es da auch sehr lustige, bizarre Momente, die er da einfließen lässt. Zum Beispiel gibt es die Stelle, wo sie Bodyguard dreht und dann I Will Always Love You die Charts stürmt. Und um zu verdeutlichen, wie unglaublich groß dieser Song damals war, sieht man dann Bilder von dem, was zeitgleich im Irak geschah. Man sieht Saddam Hussein an die Macht kommen, seine Armee befehligen und man legt dann darüber eine arabisch eingesungene Version von I Will Always Love You. Sehr kurios. Und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, falls man sich nicht mehr daran erinnert oder falls man sich noch nie mit dieser Frau beschäftigt hat oder falls man noch zu jung ist, um irgendetwas über sie zu wissen, was für ein Megastar sie einfach war und was für einen Fußabdruck sie in der Popkultur hinterlassen hat. Es gibt zum Beispiel auch Bilder von ihrer Performance beim Super Bowl, als sie da die Nationalhymne eingesungen hatte und ganz Amerika dann überhaupt nicht mehr genug von ihr bekam, weil das so eine starke Performance ist. Das ist etwas, woran ich mich persönlich noch erinnern konnte. Und dann geht es dann natürlich auch um den großen Absturz, der dann folgte durch die Drogen. Und da wird dann sehr gut deutlich, dass man überhaupt kein großer Fan von ihr sein muss, um da Anteilnahme zu zeigen. Weil wie sehr der Film da ins Detail geht, ist schon wirklich sehr erschreckend. Vor allen Dingen auch, wenn es dann um ihren Tod geht, da muss man ein paar Mal schon gewaltig schlucken. Jedoch ist diese zweite Hälfte der Doku, wo es um ihre Schattenseiten ging, ein zweischneidiges Schwert. Denn, wie schon erwähnt, eine der Personen, die hier zu Wort kommt, ist ihr Ex-Mann Bobby Brown. Und da ist ja eine Menge bekannt, was Fälle von häuslicher Gewalt betraf. Er ist ihr gegenüber häufiger gewalttätig geworden. Das ist in den Medien allzu oft dokumentiert worden. Nur die Doku, ich will noch nicht mal sagen, dass sie das Thema nur kurz anschneidet und dann schnell weitermacht. Es ist, glaube ich, ein einziger Satz, der dazu fällt und dann geht es eben schnell weiter. So intensiv die Drogenprobleme thematisiert werden, so sehr wird das Thema häusliche Gewalt komplett ausgelassen. Und man kann sich natürlich denken, es hat was damit zu tun, dass Bobby Brown hier mitwirkt und wahrscheinlich nicht wollte, dass da allzu viel drüber gesprochen wird. Und wie gesagt, wenn man nichts über Whitney Houston weiß, dann wird einen das natürlich nicht weiter stören. Aber ich dachte doch, als jemand, der das damals so am Rande in der Boulevardpresse mitbekommen hat, da fehlt doch das ein oder andere. Jedenfalls ist es insgesamt eine sehenswerte Dokumentation, wenn man A, ein Fan ist oder B, wenn man auch einfach Popkultur interessiert ist und nun mal sich mit einer Person beschäftigen möchte, die doch etwas hinterlassen hat, woran sich Leute ewig erinnern werden. Von daher gebe ich 3 von 5 Punkten. Das war Christopher. Danke fürs Zuhören.